So, ich glaube, jetzt sind wir live. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Peters. Ich bin Referent für Finanzmärkte bei der Bürgerbewegung Finanzwende und darf heute meinen Chef Gerhard Schick vertreten, der leider kurzfristig absagen musste. Wir warten jetzt noch mal so ein bisschen, während die Teilnehmerzahlen hier noch in die Höhe schnallen. Und erstmal der Hinweis vielleicht an alle, die kein Deutsch sprechen, dass sie unten in der Leiste auf den Dolmetschen-Button klicken können und da den englischen Kanal auswählen können und dann sozusagen eine simultane Übersetzung auf Englisch ins Ohr bekommen. Genau. Also das erstmal for all the English speakers, that makes a lot more sense. That's why I wrote this down. Please switch to the English-speaking channel on the bottom. There's a dolmetsching. Must be a symbol like with a globe, and you can click on that and then select the English channel. Okay, genau. Dann springen wir jetzt wieder zurück ins Deutsche und freuen uns, dass wir schon unsere ersten Gäste begrüßen können, nachdem wir jetzt bei der vorigen Diskussion den Fokus eher auf die globale Welt gelegt haben und Zentralbankerinnen aus Brasilien und Pakistan haben diskutieren hören, fokussieren wir uns jetzt eher so ein bisschen auf Europa und Deutschland. Und ja, bevor wir jetzt inhaltlich starten, darf ich auch erstmal unsere Gäste heute vorstellen und willkommen heißen. Da haben wir als erstes Frau Claudia Buch. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank und Professorin für Volkswirtschaft an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Hallo, Frau Buch. Okay, dann mache ich direkt weiter. Außerdem mit dabei ist Daniel Stelter. Herr Stelter ist promovierter Makroökonom und Strategieberater und hat 2020 das Buch Coronomics veröffentlicht. Hallo, Herr Stelter. Guten Abend, hallo. Und zu guter Letzt Adam Tooze. Er ist Wirtschaftshistoriker und Professor an der Columbia University in New York und hat sich in seinem Bestseller Crashed mit den Folgen der letzten Finanzkrise auseinandergesetzt. Dabei ging es auch eine ganze Weile um die Rolle der Zentralbanken. Hallo, Herr Tooze. Hallo. Okay, bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch ganz kurz so ein bisschen ins Thema einführen. Warum ist das überhaupt wichtig und warum treffen wir uns hier heute, um über die Rolle der Zentralbanken zu sprechen? Wir beobachten seit der Finanzkrise 2008 einen Trend, auf jeden Fall in Europa, aber auch global, dass Zentralbanken zu einem deutlich wichtigeren wirtschaftspolitischen Akteur geworden sind in unserer Gesellschaft. Die Bilanzen sind stark angestiegen, die Zentralbankbilanzen, und die Entscheidungen werden bis aufs Genaueste verfolgt. Sowohl in der Finanzkrise 2008 als auch in der Eurokrise oder jetzt im Frühjahr 2020 bei Ausbruch der Pandemie waren die Interventionen der Zentralbank essentiell, um unser System zu stützen. Und es war auch gut so. Allerdings verstärkt das Handeln und diese Intervention von Zentralbanken auch die Vermögensungleichheit. Wir sehen zum Beispiel, dass Aktienmärkte und Immobilienpreise in ungeahnte Höhen steigen. Die Klimakrise verschärft sich weiter und trotzdem kommen große CO2-intensive Unternehmen günstiger an Finanzierung. Zentralbanken stehen aber mächtige Instrumente zur Verfügung. Sollten sie, und wenn ja, wie, politische Ziele, wie zum Beispiel eben Ungleichheit oder die Bekämpfung der Klimakrise, unterstützen? Auch wenn das vielleicht über das traditionelle Preisstabilitätsmandat hinausgeht. Das sind so die Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Wie ist das vielleicht auch vereinbar mit der demokratischen Legitimation von Zentralbanken? Und genau darüber möchte ich jetzt mit den Podiumsgästen sprechen. Und wir hatten abgemacht, dass wir am Anfang kurze Eingangsstatements von circa 5 Minuten abgeben. Da würde ich jetzt Frau Buch bitten, dass Sie damit beginnen, und dann gehen wir die Reihe zu Herrn Stelter und Herrn Tooze weiter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Peters. Ich hoffe, dass ich mich jetzt ein bisschen flotter das Mikrofon aktiviert habe als eben. Also ich muss mich erstmal ganz herzlich bedanken, heute hier dabei zu sein und mitzudiskutieren. Und ich werde mal versuchen, in den 5 Minuten zu bleiben. Alles, was ich nicht in den 5 Minuten schaffe, werden wir hinterlich sicherlich auch noch diskutieren können. Ja, wie Sie schon angerissen haben, Notenbanken stehen im Moment in der Diskussion. Ich glaube, noch mehr in der Diskussion steht im Moment die Pandemie und was lernen wir daraus? Ich glaube, ganz sicher, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns hier treffen heute, ist das Lernen, dass wir eben sehr verwundbar sind, unsere Wirtschaftssysteme,
unsere sozialen Systeme in Bezug auf Naturgewalten. Und das ist, die Pandemie ist das eine, aber der Klimawandel ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Auch diese Dinge hängen auch sicherlich zusammen. Und wenn ich jetzt mal so überlege, bietet die Pandemie mehr Chancen oder Risiken, ist es sicherlich so ein etwas zwiegespaltenes Bild. Ich glaube schon, dass wir, was die ganzen Themen angeht, die auf der Agenda sind, in Richtung Strukturwandel, was ist gesellschaftlich zu leisten, dass wir auch gesehen haben, wie viel Anpassung, auch wie schnell Anpassung funktionieren kann, wie man auf die Wissenschaft hört, wie man wissenschaftlichen Fortschritt nutzt. Das wäre sozusagen auf der Seite der Chancen. Aber wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Risiken. Strukturwandel habe ich eben schon erwähnt. Wir haben sicherlich nochmal einen sehr viel akzentuierteren Strukturwandel, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Die Geduld mit politischen Prozessen ist auch endlich. Auch das sehen wir im Moment so ein bisschen. Und aber da sollten wir dann vielleicht in der Diskussion auch noch drauf kommen. Ich glaube, dass wir die Risiken für das Finanzsystem noch gar nicht wirklich gesehen haben. Und Sie haben die Geldpolitik erwähnt, aber ich würde da sogar in erster Linie die Fiskalpolitik nennen. Die Fiskalpolitik hat wirklich sehr, sehr viel getan, um die Realwirtschaft zu schützen und damit indirekt auch das Finanzsystem zu schützen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das ist schon auch ein Beispiel dafür, wie wirklich alle Politikbereiche agiert haben. Ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Frage kommen, sollten die Notenbanken mehr tun und insbesondere in Bezug auf das Thema Klimawandel. Ich glaube, vermute mal, was sind viele Teilnehmer dabei, ich weiß nicht, ob sich alle einig sind, aber viele sind sich sicherlich einig, dass das Thema Bepreisung von CO2 ein ganz, ganz zentrales ist, dass wir die relativen Preise, dass die sich ändern müssen, dass das auch politische Entscheidungen sind, die da getroffen werden müssen. Wir alle wissen aber auch, dass der Preismechanismus alleine nicht ausreicht. Wir brauchen, glaube ich, ein ganzes Bündel an politischen Maßnahmen und auch letztlich einen Wandel im Bewusstsein, damit diese Instrumente wirken können. Und wie Sie es eben schon gesagt haben, die große Frage ist eben, sollten nicht die Notenbanken mehr tun? Wir haben große Kaufprogramme, sollte man nicht versuchen, das sagen ja einige, mehr in grüne Investitionen zu investieren, sollte man nicht versuchen, auch wenn die Politik eben die relativen Preise nicht durch geeignete Maßnahmen in die richtige Richtung bringt, könnten dann nicht die Notenbanken ein bisschen nachhelfen, weil mit Preisen beschäftigen sich ja, aber mit dem absoluten Preisniveau und nicht mit den relativen Preisen. Aber die Diskussion ist ja durchaus da. Und der Punkt, den ich heute eigentlich im Kern machen möchte, ist, dass ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist. Ich glaube sogar, dass es mit Risiken behaftet wäre, die Mandate der Notenbanken auszuweiten. Preisstabilität, Finanzstabilität, das sind ganz zentrale Mandate der Notenbanken. Ich glaube auch, dass man aber deren Rolle für die Bewältigung des Klimawandels gar nicht so gering einschätzen sollte. Also wenn man einmal das Thema relative Preisanpassung nimmt, was so zentral ist, um mit dem Klimawandel umzugehen, damit die relativen Preise, wenn die Politik die Entscheidung getroffen hat, demokratisch legitimiert, damit die relativen Preise wirken können, müssen die Marktteilnehmer diese Preisänderungen auch gut interpretieren können. Und dafür ist auch ein stabiles, nominales Preisniveau ganz wichtig. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt oder vergessen. Vielleicht ist es auch ein Präventionsparadox. Wir haben seit langer Zeit in den entwickelten Volkswirtschaften sehr stabile Preise. Und das hilft eben auch, relative Preissignale richtig zu interpretieren. Das ist, weiß nicht, war leider bei dem früheren Panel nicht dabei, aber wenn da die Kolleginnen aus den auch sich entwickelnden Volkswirtschaften berichtet haben, die haben ja zum Teil noch sehr viel mehr mit hoher Inflation zu kämpfen gehabt und können davon berichten, welche Verteilungswirkung da eben auch das hat. Und der zweite Punkt, bei den Notenbanken ein ganz wichtiges Mandat haben, das sind stabile Finanzmärkte. Wir haben ja nach der Finanzkrise ein neues Mandat den Notenbanken mitgegeben, nicht nur den Notenbanken, aber eben auch, sich um Finanzstabilität zu kümmern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr zentral, um mit dem Klimawandel umzugehen. Wenn die Finanzmärkte nicht funktionieren, wenn wir da Risiken haben, wenn die Risiken nicht bepreist werden, wenn niemand da ist, der die Risiken vernünftig tragen kann, dann wird das die Bewältigung des Umgangs mit dem Klimawandel sehr, sehr schwierig. Also das heißt, stabile Preise, funktionierende Finanzmärkte, das sind unsere Mandate, sind ganz wichtig, sind sozusagen, wenn wir diesen langen Zeithorizont mal betrachten, über den sich Klimarisiken auch materialisieren, ein ganz wichtiger Kompass, den die Märkte brauchen, um funktionieren zu können, gegeben die politischen Entscheidungen, die natürlich da sein müssen.
Jetzt will ich aber auch nicht so wirken, als würde ich sagen, alles ist gut und wir machen einfach so weiter. Es muss sich nichts ändern. Es muss sich immer was ändern. Wir leben in einer dynamischen Welt und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Themen, wo wir innerhalb unserer Mandate besser werden können, wo wir genau diese Prozesse, die gesellschaftlich anstehen, noch besser mit unterstützen können. Da würde ich gleich gerne drauf kommen. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, wir haben einen Wirtschaftshistoriker dabei mit Adam Tooze, da freue ich mich sehr darüber, ich habe auch einiges von ihm gelesen, aber wir haben noch nie die Gelegenheit gehabt zu diskutieren. Vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, ein bisschen über Institutionen zu sprechen, denn wir haben ja viel gelernt im Bereich der Geldpolitik, des Umgangs mit Inflationsrisiken, wie gutes institutionelles Design dazu beitragen kann, dass Notenbanken im Interesse letztlich der Allgemeinheit agieren. Also eben die Probleme, die wir häufig hatten Anfang der 70er Jahre, als die Inflation sehr hoch war, da haben wir gelernt und haben verstanden, wie man Notenbanken institutionell ausgestaltet, sie unabhängig macht, unabhängig von der Politik, aber unabhängig eben auch in ihrem engen Mandat. Also sonst, wir sind ja letztlich, das ist kein schönes Wort, aber wir sind Technokraten oder Technokratinnen und wir haben ein sehr enges Mandat, wir sind nicht gewählt und können deswegen auch unabhängig agieren innerhalb dieses gegebenen Mandats. Und man hat auch nach der Finanzkrise eine Entscheidung getroffen, wie man institutionell mit Notenbanken und der Rolle für die Finanzstabilität umgehen will. Und da hat man entschieden, ja, die Notenbanken sollen eine ganz wichtige Rolle spielen für Finanzstabilität, aber eben nicht alleine, weil es so viele Politikfelder gibt, bei denen man eben eine demokratische Legitimierung braucht. Deswegen ist die Bundesbank ja in den Ausschuss für Finanzstabilität eingebunden. Wir liefern Analysen zu, aber immer, wenn es dann darum geht, auch aufsichtliche makroprudentielle Maßnahmen umzusetzen, dann ist das nicht die Aufgabe der Bundesbank, sondern da ist die BaFin ist die technisch gesprochen die makroprudentielle Behörde. Also ich glaube, auch das ist ganz wichtig zu sehen, dass wir da nicht alleine agieren. Vielleicht kurz zu den Punkten, die reiße ich jetzt nur an, weil sonst sind wir in 5 Minuten wahrscheinlich gleich rum. Kurz zu den Punkten, wie wir besser werden können. Also wie gesagt, meine Kernthese ist, wir tragen in unseren eigentlichen Kernmandaten viel bei dazu mit auch gesellschaftlichen Problemen. Ich habe jetzt ein bisschen am Klimawandel das festgemacht, aber es gibt ja viele andere Themen, damit gut umzugehen. Wo können wir besser werden? Ich glaube, wir müssen das Finanzsystem besser auf Strukturwandel vorbereiten. Wir können gerne ein bisschen diskutieren über das Thema Too Big to Fail und wie kann man die Finanzmärkte, die Bankensysteme robuster machen. Da haben wir gerade eine große Evaluierung dazu durchgeführt. Ich glaube, wir müssen auch besser werden darin, Klimarisiken offen zu legen. Notenbanken können da auch ein ganz wichtiger Katalysator sein durch ihre eigenen Anforderungen an Offenlegung und Disclosure. Wir müssen besser werden, was Daten angeht. Mir wird manchmal vorgeworfen, ich würde viel über Daten sprechen, aber Daten sind nun mal für viele der Themen, die wir haben, ein ganz wesentlicher Rohstoff und auch da tragen wir einiges bei. Also wir haben ein Green Finance Dashboard, was wir entwickeln. Und wir müssen mit unseren Analysen besser werden, um wirklich auch Klimarisiken, andere gesellschaftliche Themen auch mit abbilden zu können, ohne dass wir uns die dann, wie ich es gesagt habe, als Mandat, als Ziel zu eigen machen. Aber wir müssen natürlich transparent sein. Und vielleicht als letzte These, aber das wäre auch spannend zu diskutieren mit dem Panel, vielleicht noch was lernen aus der Notenbank, aus dem Design von Notenbanken und der institutionellen Aufstellung für andere Themen, wo man mit ähnlichen Problemen umgeht, unabhängige Institutionen schaffen, die ein klares Mandat haben, was aber auch dann begrenzt ist und in diesem Sinne dann auch wieder demokratisch verankert ist. Damit möchte ich schließen und freue mich auf die weitere Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Buch. Da haben Sie ja jetzt schon einige Themen angesprochen, die wir auf jeden Fall auch noch diskutieren wollen. Ich glaube, die Mandatsfrage ist auf jeden Fall zentral. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Herr Stetter, wollen Sie weitermachen? Ja, gerne. Herr Peters, Sie haben in Ihren Einführungen gesagt, die Notenbanken wären auch für die Vermögensungleichheit zuständig. Ich habe mich gewundert, dass Frau Buch noch nicht widersprochen hat, aber in der Tat ist es so, wir haben nicht nur tiefe Zinsen wegen der Notenbanken. Es gibt auch andere Gründe für tiefe Zinsen. Aber die Notenbanken haben in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit den 80er Jahren, asymmetrisch gehandelt. Das heißt, sie haben immer wieder Spekulanten und Schulden herausgehauen, um eine kleine Krise zu verhindern und haben damit einen Anreiz gegeben zu immer höherer Verschuldung und zu viel größerer Finanzinstabilität. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Und darum haben wir jetzt auch die Anfälligkeit des Systems. Frau Buch meinte, die Staaten haben gerettet, das stimmt. Aber natürlich hat die US-Notenbank FED letztes Jahr im März durch massive Intervention auch erstmal die Finanzmärkte gerettet. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wir sind so ein bisschen in einer Situation, wo die Notenbanken schon lange eigentlich interveniert haben und uns auch ein bisschen in dieses Problem hineingeführt haben, was wir nämlich haben, so viele Verschuldung, so hohe Verschuldung in der Welt.
kommen wir auf die Fragestellung eigentlich von heute rein, nämlich die Fragestellung, sollten Notenbanken jetzt quasi eine aktive Rolle in dem Kampf gegen den Klimawandel einnehmen? Und ich will Ihnen begründen, warum ich sage nein, und ich will Ihnen sagen, was ich vermute, was dahinter steckt. Warum glaube ich nein? Zum einen ist es so, wir haben schon sehr, sehr tiefe Zinsen. Und wenn wir jetzt hingehen und differenzieren, ob einer 0% Zinsen zahlt oder 1% Zinsen zahlt, wird keinen Einfluss haben auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Unternehmen investieren, wenn sie Renditeerwartungen haben. Sie investieren nicht, wenn Geld billig ist. Weil wenn Geld billig ist und Investitionen wären hoch, müssten wir einen wahren Investitionsboom weltweit haben, haben wir nicht. Das Zweite ist, dass wir davon ausgehen müssen, das Zinsniveau bleibt nachhaltig tief, jetzt in der Tat aufgrund der Rolle der Notenbanken, weil das verschuldete System keinen Zinsanstieg verkraftet. Das heißt, wir sind also in einer Welt, auf der wir zumindest von Notenbanken aus lange tiefe Zinsen haben werden. Ob sie es durchhalten werden für Hintergrunddemografie, können wir sicherlich noch diskutieren. Und jetzt können wir sagen, okay, wenn wir die relativen Zinsen beeinflussen könnten, nehmen wir mal eine Notenbank, könnten sie beeinflussen, dass quasi grüne Unternehmen weniger Zinsen zahlen als nicht grüne Unternehmen. Was würde passieren? Die nicht grünen Unternehmen wären attraktiver für viele Kapitalgeber. Das heißt, das Geld würde hinfließen, Zinsdifferenz geht wieder weg. Außer man verbietet prinzipiell zu sagen, solche Anleihen zu kaufen, es wäre der nächste Interventionsschritt. Problem in der ganzen Sache ist nur, dann kommen wir unter Umständen in einen Prozess, wo wir einen realwirtschaftlichen Wandel so stark beschleunigen, dass er noch gar nicht funktionieren kann. Also, wir investieren nicht mehr in Ölförderung, dann haben wir ganz plötzlich kein Öl mehr, dann haben wir kurzfristig ein Problem, wir wollen langfristig kein Öl haben, aber wir brauchen über die Übergangszeit brauchen wir noch Öl. Das heißt, wenn zu früh nicht investiert wird, haben wir ein Thema. Dann kann man auch die Frage aufwerfen, was ist überhaupt grün? Jetzt hat die Bank für den Zahlungsausgleich einen Fonds aufgelegt und so weiter. Wir kennen aber alle beispielsweise die sogenannten ESG-Fonds und stellen fest, was da drin ist, ist vielleicht nicht immer alles wirklich grün. Es kommt ein bisschen drauf an und verschiedene Fonds haben verschiedene Bestandteile. Jetzt will die EU das vereinheitlichen der Taxonomie, nettes Bemühen, aber muss ich ganz klar sagen, das führt auch zu einem Bias zugunsten von großen Unternehmen, die den Aufwand treiben können, sich ESG-konform zu das Reporting zu machen. Kleinere Unternehmen haben sofort den Nachteil, dass sie es gar nicht können. Wollen wir das? Wollen wir große Unternehmen noch weiter fördern? Ich bin der Auffassung eher nicht. Das heißt, meines Erachtens ist es eine Überfrachtung der Notenbanken, die eh schon genug Probleme haben. Und dann frage ich mich natürlich, warum kommt das jetzt? Sonst habe ich eine These, dann bin ich auch gleich mit meinen Ausführungen um. Ich habe eine These, das ist bei der ganzen Diskussion, wenn es auch die EZB zum Beispiel bringt und Frau Lagarde bringt, dass es eigentlich nicht um Klimaschutz geht, sondern es geht um eine politisch gut verkaufbare Begründung, offen in die Finanzierung von Staaten einzusteigen. Denn wer begibt jetzt die grünen Anleihen? Die EU begibt das grüne Anleihen, die Staaten begeben grüne Anleihen, die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, man sagt dann, die EZB hilft diesen Umbau der Wirtschaft durch die Finanzierung, also im Klartext kauft im großen Stil diese Anleihen auf. Das müsste sie sowieso tun, weil wir ein Schuldenproblem haben. Im Prinzip bekommen wir auf diese Art und Weise eine Begründung, die Thesen der Modern Monetary Theory einfach umzusetzen. Und wer kann dagegen sein? Und nicht mehr die Deutschen können dagegen sein, wo es der guten Dinge, der guten Sache dient, dem Klimaschutz. Wer könnte dagegen sein, wenn die EZB den Staat direkt finanziert? Das ist, glaube ich, was dahinter steckt. Das werden alle sagen, der hat Verschwörungstheorien. Nur ansonsten würde ich einfach sagen, die EZB hat, wenn sie das nicht tut, relativ gesehen überhaupt keinen Impact, was den Klimaschutz betrifft. Die einzige Möglichkeit ist, den Staat direkt zu finanzieren beim Umbau. Super spannender Beitrag, auch was man auf Englisch am Monetary Financing sagt. Bin ich gespannt, was Herrn Tuss dazu sagt. Vielleicht mögen Sie auch einen Satz noch ergänzen, warum Sie eigentlich so perfekt Deutsch sprechen als Brite. Das ist für uns als Deutsche, glaube ich, immer spannend. Ja, perfekt, werden wir erst mal sehen. Gerade zu solchen Themen, wo ich mich gewisserweise eingesprochen habe, wo mir das Vokabular zum Teil fehlt. Ich bin Mensch mit Migrationshintergrund, wie man sagt. Ich bin als Kind ausgewandert worden, auch von England nach Deutschland, als 6-jähriges Kind und habe meine Jugend in der Bundesrepublik verbracht und daher in der Zwischenzeit ein bisschen eingerostet aufgrund mangelnder Übung. Aber, es ist eine faszinierende Diskussion und wir haben viel Zeit und wir machen jetzt gewisserweise nur den Einstieg. Es gibt, glaube ich, als Antwort auf diese Frage zwei mögliche Ansatzpunkte. Und die Kollegen haben gewisserweise den ersten Ansatz in zwei verschiedenen Formen, aber trotzdem den ersten Ansatz gewählt. Und ich würde den so beschreiben,
dass wir eine institutionelle Struktur haben, unabhängige Zentralbanken, verschiedentlich ausgeführt, EZB ist ein Unikum in gewisser Weise. Alle anderen Staatsbanken, Zentralbanken haben eine Geschichte, die auf die Geldfinanzierung zurückzuführen ist. Das war ihre Rolle. EZB ist anders strukturiert, Paradigma der unabhängigen Zentralbank gewisserweise. Eine Diskussion, die zwar eine Tradition hat, aber auch nicht mehr als ein halbes Jahrhundert alt ist, diese Vorstellung, Geldstabilität als zentrales Bezugspunkt einer Zentralbank und das gewährt durch Unabhängigkeit. Wie gesagt, EZB dafür ein Paradigma. Und dann haben wir zusätzlichen Problem. Und das zusätzliche Problem kann man verschiedentlich diskutieren, aber die minimalste Version davon ist dieses bestechende deutsche Wort Klimaschutz. Also wir haben eine Institution mit einem Mandat, das ziemlich gut funktioniert eigentlich, abgesehen von ein paar Krisen. Und dann haben wir dieses Problem Klimaschutz. Und die Frage ist, sollte diese gut funktionierende Institution auch noch zusätzlich sich mit diesem Problem beschäftigen? Und wie dann war nun, und man ist mehr oder weniger offen aufgeschlossen dafür, man kann demonstrieren, dass es im Grunde abwegig ist, weil es keinen Sinn hat, weil die EZB im Grunde keinen Einfluss hat, so ein bisschen in die Richtung Herr Stelter argumentiert, oder ein bisschen aufgeschlossener Frau Busch, ja, man könnte hier und da vielleicht modellhaft, das ist im Grunde, glaube ich, das war anfänglich die Position des EZB letztes Jahres. Sie haben sich in der Zwischenzeit viel bewegt auf eine dramatische Schiene. Das ist aber gewisserweise eine Diskussionsgrundlage für diese Frage. Äußerst vernünftig, mehrheitsfähig, denke ich. Dann gibt es aber einen anderen Ansatz. Ich würde ihn als historischen Ansatz beschreiben. Man könnte ihn gewisserweise als überdramatisch Notstandsdiskussion beschreiben. Aber stellen wir uns mal vor, wir sehen das Problem anders. Stellen wir uns mal vor, wir denken, die Menschheit, mal dumm allgemein formuliert, hat ungefähr eine Generation Zeit, um ein Desaster abzuwenden. Ein Desaster, das innerhalb von 25 Jahren, 30 Jahren nicht mehr wieder gut zu machen ist. Oder, um es ökonomisch zu formulieren, die Kosten der Remediation in 30 Jahren sind wirklich riesig groß. Und zum Teil ist nichts mehr wieder einzuräumen, weil man die Gletscher nicht wieder zurückbekommt und den Nordpol auch nicht. Das ist unsere Herausforderung. Nicht Klimaschutz, sondern wir steuern mit voller Gewalt, mit voller Kraft, mit Riesendynamik, mit steigender Gewalt auf ein absolutes Desaster zu. Wir haben ungefähr 20 Jahre Zeit, um irgendwas dagegen zu tun. Und dann ist die Frage, ja, wie können alle Einrichtungen der Gesellschaft, des Staates, alle möglichen Politikmaßnahmen umorientiert werden, um in irgendeiner Form dieses Desaster abzuwehren. Und daraus entsteht für mich eine ganz andere Diskussionsgrundlage. Es ist von vornherein dynamischer, dramatischer, herausfordernder und die Burden of Proof, also die Beweislast, ist umgekehrt. Es geht nicht darum zu fragen, ja, sollten wir als gut funktionierende Institution auch noch das hinzunehmen, denn es könnte unsere sonstigen Funktionen ja möglicherweise stören, sondern es ist wirklich die Frage, alle Mann an Deck. Was können alle Einrichtungen tun, um dieses überwältigende Desaster abzuwehren? Das wäre meine Einstellung. Es kehrt die Frage um und dann muss man sich fragen, und es kann gut sein, dass Herr Stelter recht hat, bestimmte Hebel funktionieren nicht. Es kann gut sein, dass die monetäre Finanzierung von Investitionen der beste Weg ist. Wirft natürlich alle anderen Sachen über den Haufen, aber angesichts dieser Krise können wir das nicht abwenden. Es kann sein, dass wir eher technischer ansetzen und sagen, in der Arbeitsteilung aller Institutionen ist das ein relativ konservativer Teil, das muss bewahrt werden, die große Bürde müssen andere Institutionen stemmen, aber die Beweislast ist umgekehrt. Und ich würde sagen, dass, und das ist jetzt der abschließende Punkt, dass die Geschichte der letzten 50 Jahre ja eigentlich beweist, dass klar, okay, dass Geldstabilitätsrolle war eine bewahrende, stabile, gewisserweise institutionell fixierte, historisch wenig mobile Herausforderung und ist auch eine, die mittlerweile, wie Frau Buch auch gesagt hat und Herr Stelter über die Frage der Zinsen, im Grunde gelöst. Das Problem ist nicht unseres mehr.
Und es kann natürlich sein, dass es wiederkehrt, aber man müsste sich fragen, warum? Und dann müsste man gewisserweise sich die politische Ökonomie herausziehen und sagen, okay, was war die Grundlage dieser Inflationsdynamik, sagen wir mal in den 70er und 80er Jahren? Es hat etwas mit gesellschaftlichen Kräften zu tun, mit dem Klassenkampf, mit der Austarierung der Kräfte zwischen Kapital und Arbeit. Und diese Balance ist vollkommen anders, aufgrund unter anderem des Siegeszuges des Neoliberalismus und unter anderem auch der unabhängigen Geldpolitik, die ohne Rücksicht auf Verluste die Inflation gekillt hat ab Mitte der 80er Jahre. Das heißt also, wir leben nach dem Sieg über die Inflation. Wir haben eine unmittelbare Gefahr, die auf uns zukommt. Und was wir darüber hinaus auch noch wissen, ist, dass diese scheinbar konservative Institution, wenn es darum geht, andere Makrogefahren, andere Makrorisiken abzuwehren, nicht nur nicht in der Form reagiert, ist das unsere Aufgabe, sondern alle Hebel umschmeißt, um das Schlimmste abzuwehren. Und in diesem Sinne historisch agiert, nicht regelgebunden, nicht nach Ordnung fragend, sondern alles tuend, um die Gefahr abzuwehren. Und wir wissen, woher diese Gefahren kommen, nicht im Klimagebiet, sondern im Bereich der Finanzmärkte, die hochdynamisch sind, historisch sich entwickeln. Die Dynamiken sind nicht die gleichen wie in den 70er Jahren. Und wir haben in diesem Jahr, letztem Jahr, Entschuldigung, 2020, ein riesiges Denkzettel verpasst bekommen in dieser Hinsicht, dass selbst der vermutlich wichtigste Finanzmarkt der Welt, nämlich der Markt für amerikanische Staatsanleihen, sich aufgrund der Dynamiken, die sich im sogenannten Repo-Markt entwickelt haben, eine massive Instabilität demonstriert hat, mit der man einfach nicht umgehen kann. Das System verträgt das nicht. Nicht mal die kleinste Bewegung in diesem Markt. Nicht in der Form, wie wir sie im März gesehen haben. Und in diesem Bereich gilt die Regel, alle Mann an Deck. In diesem Bereich gibt es keine Hindernisse. Da wird nicht gefragt, ist das vertretbar mit diesem oder das, sondern da wird agiert. Das wäre gewisserweise jetzt mein Gegenbeispiel. Wir haben ein Problem, wir haben ein massives Risiko, wir haben bereits ein Arbeitsfeld, wo die Zentralbanken wirklich mit historischem Enthusiasmus und Energie arbeiten. Warum zögern wir so lange, wenn wir über Klima reden? Praktisch natürlich, was könnte man tun? Das ist die Frage von Herrn Stelter und gewisserweise auch von Frau Buch. Da müsste man noch drüber diskutieren. Aber als Grundlage einfach mal diese andere Position in den Raum zu stellen. Ja, vielen Dank, Herr Thus. Das ist tatsächlich super spannend, sich einfach mal diese unterschiedlichen Handlungsoptionen auch in den vor Augen zu führen. Frau Buch, vielleicht möchten Sie darauf direkt reagieren. Wir bei Finanzwende diskutieren ja besonders viel auch immer zu instabilen Finanzmärkten. Das Beispiel, was Herr Thus angesprochen hat und auch Herr Stelter mit dem März 2020, hatten Sie selber auch kurz angesprochen. Das ist ja eigentlich eines der Teile, der jetzt auch Teil des Mandats ist, der Europäischen Zentralbank oder auch der Bundesbank, sich um Finanzstabilität zu kümmern. Gäbe es da nicht auch Möglichkeiten, die Zentralbanken in gewisser Art und Weise aus der Schusslinie zu nehmen, wenn man da strengere Regeln einführen würde und so weiter und so fort? Vielleicht möchten Sie da mal darauf kommentieren und gerne auch zu dem, was vorher schon gesagt wurde. Genau, also das ist, Sie nehmen es mir fast schon ein bisschen aus dem Mund, das wäre jetzt auch der erste Punkt gewesen, auf den ich eingehen würde, weil ich glaube, dass man an diesem Beispiel März 2020 sehr schön zeigen kann, wie das jetzige System, was wir haben, gut funktioniert hat. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend klingen, weil wir gerade gehört haben, welche krisenhafte Entwicklung wir da hatten, auch auf den Staatsanleihenmärkten zum Teil, auch in den USA, die sicherlich ein ganz zentraler Markt sind. Aber wenn wir uns da mal deutlich machen, was passiert ist. Wir hatten, weiß nicht, wer von Ihnen vor 2 Jahren eine globale Pandemie auf dem Radar hatte. Es gab ja auch einen Risikobericht, der in Deutschland erstellt worden war, wo man hinterher darüber diskutiert hat, hätten wir den nicht alle ernster nehmen müssen, so ein Szenario, was gezeichnet worden ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das hatten wir so alle nicht auf dem Radar. Also es hat einen massiven globalen Schock gegeben, der wirklich alle Länder getroffen hat, der die Sektoren sehr unterschiedlich getroffen hat. Ich glaube, das muss man auch immer nach vorne stellen. Also unsere typischen Makromodelle, wo wir irgendwie uns Aggregate angucken, funktionieren da gar nicht so gut. Man muss schon sehr auf die Sektorebene runtergehen. Aber das Entscheidende ist global sehr unerwartet und es hat wirklich alle gleichzeitig getroffen. Und wenn man
man so ein bisschen in der Sprache der Finanzmärkte denkt, das ist wirklich ein Schock, auf den man sich nicht wirklich im Vornherein gut hätte vorbereiten können. Also man kann sicherlich Risiken diversifizieren, aber das ist einfach ein Schock gewesen, bei dem das nicht gut ging. So, und das hat jetzt getroffen und die Politikantwort ist sehr schnell gewesen. Alle Politikbereiche haben eigentlich innerhalb ihrer Mandate sehr schnell und sehr zügig agiert. Ich würde nochmal meine These wiederholen. Ich glaube, die Fiskalpolitik ist ganz zentral gewesen, weil der Schock eben als erstes im Realsektor angekommen ist. Und deswegen diese sehr schnelle Antwort mit Fiskalprogrammen, mit Moratorien, mit Garantien. Also es ist ein sehr, sehr umfassendes Spektrum gewesen, letztlich um die Liquiditätskrise abzuwenden, die es dann so nicht gegeben hat, weil eben diese Maßnahmen so schnell gekommen sind. Die Geldpolitik hat auch sehr schnell agiert und mit sehr umfangreichen Programmen. Und das ist sozusagen aufsichtlich begleitet worden. Das ist auch ein großes Ergebnis der Reformen, die nach der Finanzkrise gemacht worden sind, dass man mehr Flexibilität in der Regulierung hat, um mit diesen Dingen umzugehen. Und ja, es hat, weil das natürlich alles nicht jetzt 100% gleichzeitig gekommen ist, hat es an bestimmten Märkten Spannung gegeben. Da hat dieses System, was ansonsten, denke ich, sehr gut zusammengegriffen hat, sehr gut funktioniert. Aber es hat kurzfristig diese Spannung gegeben. Dann kam natürlich auch schnell die geldpolitische Antwort. Wir sind jetzt dabei, auch in den internationalen Gremien das aufzuarbeiten und zu schauen, gibt es in dem Bereich, der da betroffen war, auch die Nichtbankenfinanzierung, die Money Market Funds, gibt es da Notwendigkeit, aus dieser Episode zu lernen und mehr zu tun in Regulierung? Das ist, ich glaube, das ist auch das Interessante an Regulierung, dass man eigentlich nie damit fertig ist, sondern immer überlegen muss, gibt es neue Konstellationen, was kann man wieder lernen? Also von daher ist es eine wichtige Episode, aber ich glaube, meine These wäre, die stelle ich einfach mal gegen das, was jetzt gerade vorgebracht worden ist, was ich sehr spannend fand von Herrn Truss. Wir müssen, alle müssen dasselbe tun, alle müssen in dieselbe Richtung gehen. Meine These wäre, gerade diese Pandemiesituation hat gezeigt, in Situationen, in denen alle wirklich schnell dabei sind, ihre Aufgabe übernehmen, Resilienz im Finanzsystem, die größer war als vor der Finanzkrise, hat natürlich auch geholfen. In solchen Situationen funktioniert unser System eigentlich ganz, ganz gut. Und bei allen Schwierigkeiten, die wir nach vorne gerichtet noch haben, ist das auch erstmal ein positives Ergebnis in dieser Situation gewesen. Aber wir sind sicher nicht fertig damit, das ist ganz klar. Darf ich da noch einmal nachhaken, wenn Sie sagen, es funktioniert ganz gut, frage ich jetzt mal so ein bisschen provokanter. Herr Truss hat sich damit ja auseinandergesetzt, auch mit der Rolle von Hedgefonds letztes Jahr im März 2020. Die haben da ja zum Beispiel ziemlich riskante Geschäfte eingegangen, haben da Arbitragegeschäfte eigentlich gemacht, aber hatten eben keinerlei Liquidität vorhanden, um dann im Risikofall da auch handeln zu können. Und letztlich sind das dann Zentralbanker, die da den Markt stabilisieren mussten, aber haben halt auch zeitgleich an der Stelle dann Hedgefonds und damit ganz klar reicheren Menschen zur Seite gestanden und haben die in dem Moment eigentlich so eine Art Bailout beiseite gestellt. Wie sehen Sie das denn? Ist das auch ein Teil von dem, was gut funktioniert? Oder? Nee, genau. Das ist ein Teil dessen, wo ich jetzt sage, das wird eben aufgearbeitet. Da guckt man, was da genau passiert ist, was das an Regulierung bedeutet. Wir haben sehr viel Augenmerk und auch richtigerweise, muss man ja sagen, sehr viel Augenmerk auf die Resilienz des Bankensektors, die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors gerichtet nach der Finanzkrise, weil da nun mal der Bankensektor im Fokus stand. Aber das war der Punkt, den ich eben gemacht habe. Das heißt nicht, dass alle anderen Marktakteure sich zurücklehnen können und erwarten können, dass die Notenbanken dann im Falle eines Falles schon einspringen. Also ich glaube, in einer Krise müssen Notenbanken schnell und auch umfangreich reagieren können. Aber das heißt natürlich nicht, dann lässt man es einfach weiterlaufen, guckt sich das nicht an und guckt nicht an, was passiert ist. Und genau das passiert ja im Moment in den internationalen Gremien. Das Financial Stability Board hat dafür sehr umfangreiche Arbeitsstränge aufgesetzt und nicht nur, also wir setzen uns mal an den Tisch und diskutieren drüber, sondern schon auch mit dem Blick, dass da auch Konsequenzen daraus folgen sollen, wenn die denn nötig sind. Aber das ist noch in Arbeit, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, was da rauskommt, nicht, weil ich es vielleicht hier nicht sagen dürfte, sondern weil ich es auch nicht wüsste, weil die Arbeiten eben noch laufen. Michael, nur zur Klarifizierung. Mein Punkt war ja gerade, dass, ich würde es nicht als systematisches Funktionieren beschreiben, aber es gab ein erfolgreiches Agieren gegen systematische Fehlfunktion im Frühjahr letzten Jahres. Das heißt also, Systeme, die man als Systeme beschreiben könnte, haben in einer Weise reagiert, auf die man nicht vorbereitet war. Man hat Risiken falsch eingeschätzt und man hat dann durch absolute massive Aktion wieder eine Stabilität mehr oder weniger hergestellt. Und jetzt denken wir über strukturelle Reformen nach. Und genau dieses Modell möchte ich übertragen auf einen anderen
sehr labilen, sehr dynamischen Bereich. Und in diesem anderen Bereich möchte ich genau dieses Muster, energisches Agieren, rechtzeitiges Agieren, Restabilisierung, Strukturreform und dann nochmal, denn die Meisterung des Klimaproblems ist ja nicht eine einmalige Sache, sondern wir werden ständig steuern, Gas geben, bremsen müssen. Das ist genau das Modell, das ich anwenden möchte. Das heißt also, wenn Frau Buch sagt, es war ein Erfolg, dann werde ich ihr Recht geben und sagen, okay, genau deshalb möchte ich diese Steuerungskapazitäten, insofern sie relevant sind, und da müsste man noch drüber diskutieren, in welcher Weise sie relevant sein könnten, aber genau dieses aktionistische Modell einer Zentralbank, das viel mehr der Realität entspricht mittlerweile als ein ordnungspolitisch ansetzendes Denken, wo man sagt, es geht um Preisstabilität, das ist... Niemand betreibt so mittlerweile mehr eine Zentralbank. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Preise konstant stagnieren, in die Deflation abzugleiten drohen, dass man ständig nachhaken muss und dass die Dynamik innerhalb der globalen Finanzmärkte selbst enorm ist, hochkomplex, sehr gefährlich, und man schätzt die Risiken immer nur partiell ein. Und dann muss man agieren. Und genau dieses Modell will ich übertragen sehen, das ist mein Punkt. Also Zentralbank als Leitmodell, aber nicht als ordnungsstiftende Stabilitätsfaktoren, sondern als Potenziale für aktives Regieren innerhalb von Krisenzeiten. Da schließen sich dann massive Probleme der Legitimation an. Das ist ein anderes Feld, auf das wir sicher zu sprechen kommen. Okay, dann bleiben wir doch ganz kurz bei der Frage. Ich habe gesehen, Frau Buch hat sich schon dazu zu Wort gemeldet, und dann würde ich danach nochmal an Herrn Stelter weitergeben. Genau, das mache ich noch ganz kurz. Also da ist eben der Punkt, das, was wir jetzt ja gemeinsam beschrieben haben, auch was da im März passiert ist und die Gefahr einer großen Liquiditätsklemme, die wir durchaus auch in Deutschland hatten, die abgewehrt worden ist. Das haben wir auch in unserem Finanzstabilitätsbericht geschrieben. Das ist aber auch alles originäres Notenbankgeschäft. Also das andere Thema, über das wir sprechen, was ich ja von seiner Dimension her gar nicht verleugnen will im Umgang mit Klimarisiken, das ist nicht wirklich im Kern ein Notenbankthema. Wir können sozusagen durch unser Tun das begleiten, so wie ich es eben beschrieben habe, aber das ist, da brauchen wir halt schon auch die demokratische Legitimierung der Maßnahmen, die dann getroffen werden. Das können wir nicht einfach so machen, ne? Abgesehen davon, ob unsere Instrumente da überhaupt reichen würden, aber das fehlt uns eben die entsprechende Legitimation. Okay, dann würde ich da jetzt einmal noch Herrn Stelter zu Wort bitten und aber gleichzeitig noch eine Frage aus dem Publikum mit auf den Weg geben, die an der Stelle ganz gut passt, von Frau Daniela Gabor. Sie hat explizit nochmal an Frau Buch und auch Herrn Stelter die Frage, ob sie denn mitgehen, dass praktisch die Zentralbankpolitik eigentlich schon einen Bias drin hat, also einen CO2-Bias drin hat, und dass dadurch eigentlich dieses Market Failure, also da an der Stelle praktisch weiter geht, weil die Klimarisiken eben nicht eingepreist sind. Das hatten Sie am Anfang, glaube ich, auch gesagt, Frau Buch. Und dass an der Stelle dann eben vielleicht auch nicht die Industriepolitik oder eben auch nicht Zentralbankunabhängigkeit funktioniert, sondern dass es eigentlich von vornherein eine Art blinder Fleck ist, der nicht wahrgenommen wurde. Erstmal Herr Stelter, bitte. Oh Mann, Herr Peters, das muss ich ein bisschen ausholen. Also fangen wir erst einmal an. Ich nähe mich am Ende, im Endergebnis, bei der Folgerung nähe ich mich Herrn Thues an. Das würde ich nur vorausschicken, damit ihr euch gar nicht vorher aufregt. Aber fangen wir erst einmal an. Ich störe mich massiv mit dieser fast schon Heiligsprechung der Zentralbanken. Die Zentralbanken haben im März richtigerweise interveniert, richtig groß, nachdem sie bereits in früheren Jahren interveniert haben, weil sie seit 1987 nichts anderes machen, als immer Spekulanten rauszuhauen. Und das Ergebnis ist, dass das System immer instabiler wurde, weil wir mit immer mehr Schulden arbeiten und mit immer geringeren Eigenkapitalquoten. Das heißt, die Zentralbanken haben durch ihre konstante asymmetrische Reaktion die Finanzinstabilität ausgehöhlt und nicht verbessert. Das ist alles andere ist ein Quatsch. Und wenn Frau Buch dann sagt, ja, wir müssen makroprudenzieller Steuerung, also im Prinzip mit Regulierung müssen wir es korrigieren. Sie müssen sich so vorstellen, geldpolitisch immer auf dem Gaspedal und mit makroprudenzieller auf die Bremse. Das kann nicht funktionieren. Fahren Sie mal so Auto, wenn Sie gleichzeitig mit Vollgas fahren und voll auf die Bremse gehen, das geht auf die Dauer nicht gut. Und das ist das System, was wir haben. Und dann wird gesagt, ja, man, Frau Buch, da muss ich jetzt echt lachen. Ja, das Finanzsystem war so viel mehr Resilienz jetzt als zur Finanzkrise.
Na, ganz ehrlich, Herr Thus sprach die Intervention an im US-Repo-Markt. Die fand aber bereits ab August 2019 statt. Da wussten nicht mal die Chinesen, dass es ein neues Virus gibt, weil damals waren nämlich schon die ersten Friktionen da. Und der Einsatz von der Währungsfonds und die OECD haben bereits 2018 in Berichten gewarnt, dass die nächste Finanzkrise von einer hohen Verschuldung des US-Unternehmenssektors ausgeht. Was ist denn passiert nach der Finanzkrise? Das Geld wurde dazu genutzt, immer mehr zu spekulieren, und die Unternehmen haben eigene Aktien auf Kredit gekauft. Wir haben im Prinzip eine totale Financial Engineering gehabt, angetrieben vom billigen Geld. Und es ist eine Illusion zu glauben, wenn Geld billig ist, dass man das durch Rahmenbedingungen und Regulierung irgendwie besteuern kann. Es liegt immer irgendwo raus. Das schwappt wie in einer Badewanne, wo ihre Kinder drin baden. Das Wasser spritzt raus und alle haben Spaß. Und dann ist halt ein Hedgefonds dabei. Und wenn dann das Kind draußen ausrutscht, um das Bild weiter zu machen, hinkt ein bisschen, dann kommt die rettende Notenbank und verhindert, dass das Kind sich den Kopf aufschlägt. Mit dem Ergebnis, das Kind macht noch mehr Wasserplatscherei. Das ist das Erleben. Also wir waren überhaupt nicht vorbereitet auf das Thema. Wir haben die Risiken potenziell durch Notenbanken. So, jetzt kommt die Frage, helfen die Notenbanken mit ihren Handlungen? Sind die schlecht für CO2? Ja, das sind sie, weil sie natürlich künstlichen Konsum aufrechterhalten, den wir sonst gar nicht gehabt hätten, weil wir ganz andere Wirtschaftswachstumsraten gehabt hätten. Nichtsdestotrotz, ob jetzt Shell und BP einen Prozentpunkt oder 2 Prozentpunkte mehr Zinsen zahlen auf ihrem Kapital, also das ist 5 Prozentpunkte, it just doesn't matter. Und meine große Sorge ist, wenn wir jetzt das über Geldpolitik oder Instrumente regeln wollen, dass wir dazu führen, dass man das Denken einstellt. Wir haben sowieso schon, die Notenbanken haben eigentlich das Denken an die Finanzmärkte schon eingestellt. Sie müssen ja nicht mal analysieren, ob eine Firma gut ist. Sie müssen nur glauben, dass die Märkte weiter steigen und ein anderer Dummer ihnen die Aktien im höheren Kurs abkauft. Sie müssen nicht wissen, haben wir gerade die Woche gesehen mit GameStop und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, wo wir gar nicht mit Geldallokationen steuern können. Wir müssen die Risiken richtig bewerten. Wir müssen wissen, wie groß ist das konkrete Risiko eines Unternehmens durch den Klimawandel, Schäden etc. etc. beziehungsweise durch die Maßnahmen im Klimawandel, weil bestimmte Anlagen obsolet werden. Sie haben Kohlekraftwerk, morgen ist es wertlos. Wir müssen also viel mehr dafür sorgen, dass wir die Fragen, die Unternehmen richtig stellen, damit diese Risiken auch nicht transparent gemacht werden. Und alle mit Ratings und so weiter funktioniert das nicht. Das Denken wird eingestellt. Letzter Punkt, kommen wir zur Frage, Inflation, muss ich noch mal sagen, Herr Thus. Richtig, es war aber nicht unbedingt die Revolution des Neoliberalismus und der Notenbanken, sondern es war vor allem der Markteintritt Osteuropas und China in die Weltmarkt. Wir hatten einen riesigen Angebotsschock von Hunderten von Millionen von Menschen, die fleißiger waren als wir und für weniger Geld. Das ist einfach, das wirkt deflationär. Nur, das kippt jetzt, Herr Thus. Die China fängt an zu schrumpfen, wir fangen an zu schrumpfen, der Anteil der abhängigen Beschäftigten geht hoch, weshalb eine Renaissance der Inflationsraten denkbar ist. Ich sage das nicht gleich morgen, aber denkbar ist. Und wenn wir das verbinden, das kommen wir eben zum Punkt mit der Politik jetzt, die sagt, wir haben diese große Herausforderung, Haken dran, wir müssen dringend handeln, Haken dran. Das heißt im Klartext, wir müssen massive Staatsausgabenprogramme fahren, wir müssen uns Geld in die Tasche geben für Elektroautos statt Verbrenner und was weiß ich alles. Das führt zu mehr Nachfrage bei gleichzeitig schrumpfendem Angebot, führt endlich zu der unbedingt erwünschten Inflation. Und dann komme ich zu meinem Punkt wieder zurück. Klimawandel, ich glaube jetzt daran, ist es völlig egal, aber ich gebe trotzdem zu Protokoll, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, damit wir unser Schuldenproblem loswerden. Weil die Notenbanken nämlich sich selber in Situationen gebracht haben, die sind in der Sackgasse, die kommen da gar nicht mehr raus. Die sind wieder Zauberlehrlinge von Goethe. Die haben ein Monster an Schulden und Spekulation geschaffen, und sie können das nicht in Kontrolle bringen. Sobald sie es probieren, haben sie die nächste Finanzkrise. Und deshalb, Corona war ein Auslöser. Nur Resilienz wären wir gewesen mit tieferen Schulden, höheren Eigenkapitalquoten. Dann hätte man überhaupt nicht so intervenieren müssen. Okay, da kommt ein ganz zentrales Finanzmarktthema wieder auf den Tisch. Und zwar die Schulden und Verschuldung, die eben auch massiv gestiegen ist. Wir sehen ja auch, dass die Europäische Zentralbank immer mehr Staatsschulden auf ihre Bilanz nimmt. Und dadurch ja auch in gewisser Weise. Ganz kurz nur, es sind nicht nur Staatsschulden, es sind auch vor allem Privatsektorschulden. Also wenn Sie US-Unternehmen sind, so hoch verschuldet wie noch nie. In Deutschland ist es nicht so ein Thema, aber es ist schon auch in den einzelnen Ländern, wir haben es zu tun mit einem Gesamtschuldenproblem, es ist nicht nur ein Staatsschuldenproblem. Das stimmt auf jeden Fall. Aber also die Interventionen von Zentralbanken sind ja doch irgendwie zu, ich glaube, 90% dann immer Staatsschulden und eben nicht so viel. Auch das stimmt nicht. Im März hat die Fed angefangen, Junk-Bond-Funds zu kaufen. Also die US-Fed hat massiv interveniert im Markt für private Unternehmensschulden, um dort, weil die Schulden schon vorher BBB und schlechter waren, um dort eine Krise zu verhindern. Ich gebe es einfach weiter.
Also ich trotzdem sozusagen die Intervention ist hauptsächlich auf dem, immer noch auf dem Government Bond Markt und eben nicht so sehr in dem Corporate Bond Markt. Da würde ich schon ein bisschen widersprechen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so relevant für die Diskussion, dass die Unternehmensschulden weltweit deutlich und massiv gestiegen sind. Das ist ja unverkennbar. Frau Buch, wie positionieren Sie sich denn da zu dieser Schuldenfrage? Ich würde vielleicht gerne nochmal bei der Frage auch erstmal einsteigen von Frau Gabor, die eben gestellt hat. Die haben jetzt gerade über so großen Zusammenhängen denken, haben wir die gerade schon wieder vergessen. Aber das war auch eine wichtige Frage, nämlich die Frage, gibt es nicht einen Bias, wenn sozusagen die Notenbanken das kaufen? Und nochmal zur Erinnerung, dass wenn Notenbanken Anleihen, Wertpapiere kaufen, dann ist das deswegen, weil sozusagen das traditionelle Instrument, die Zinspolitik, irgendwo an seine Grenze stößt, weil an die Nullzinsgrenze kommt, weil eben Programme des quantitativen Easings, wie man das sagt, also der quantitativen Lockerung, dann das Mittel der Wahl sind. Und ich glaube, jetzt muss man der Bundesbank nicht vorwerfen, dass sie nicht immer auch auf die Risiken einer zu lockeren Geldpolitik hingewiesen hat. Also und das liegt natürlich ganz klar in dem Bereich Grenze zur monetären Staatsfinanzierung. Das liegt auch in dem Bereich Finanzstabilitätsrisiken. Aber ich muss zunächst mal sagen, dass das alles sozusagen die geldpolitischen Instrumente der Wahl sind und natürlich auch gegeben die Inflationsentwicklung, gegeben die Risiken, die wir auch hatten. Am Anfang hat der Stelter mal gesagt, die Notenbanken haben schon genug Probleme. Unsere Wirtschaft hat ja manchmal auch Probleme und wir haben plötzlich Schocks, mit denen wir umgehen müssen. Und deswegen haben die Notenbanken entsprechend auch innerhalb ihres Mandats darauf reagiert. Also so, von daher diese Kaufprogramme und in erster Linie steht immer Erfüllung des Mandats, geldpolitische Transmission, all diese Dinge. Dann geht es natürlich auch um die Liquidität auf bestimmten Märkten, auch die Risiken, die dann sich für die Notenbankbilanz ergeben. Aber das ist sozusagen immer erstmal der zweite Schritt. Der erste Schritt muss immer die Mandatserfüllung sein. Zu der Frage von Frau Gaber. Ich glaube, der Bias, den wir im Moment haben, ist, das ist nicht der Bias in der Notenbank, in den Notenbankkaufprogrammen, sondern der Bias, den wir haben, ist, dass an den Finanzmärkten so gut auch die Dinge inzwischen funktionieren und es Disclosure gibt und all diese Dinge, aber Klimarisiken noch nicht angemessen eingepreist sind und wir zu wenig Instrumente haben, Finanzinstrumente, die tatsächlich auch mit diesen Risiken angemessen umgehen. Und da ist letztlich die Notenbankbilanz ein Spiegelbild davon. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, jetzt sozusagen zu sagen, wir haben eine andere Vorstellung davon, wie hier die relativen Preise aussehen sollten. Und jetzt versuchen wir das mal zu beeinflussen. Das muss schon von der Politik kommen. Und das wundert mich ehrlich gesagt. Jetzt kann man ja sagen, als Notenbanker sollte man sich zurückhalten und sollte nicht darüber reden, was andere Politikbereiche tun sollten, sondern sollte sich um seine eigenen Sachen kümmern. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum die anderen, die hier mit am Tisch sitzen, nicht darüber sehr viel mehr diskutieren. Was sind denn die Gründe dafür, auch politisch, auch historisch gesehen, warum wir uns so schwer tun, gesellschaftlich da die richtigen Entscheidungen zu treffen? Noch ein Satz zu Herrn Stelter, weil Sie haben das ja eigentlich gerade beschrieben, Sie haben ja genau die Nebenwirkungen auch beschrieben, die Geldpolitik haben kann, die auch uns sehr bewusst sind und die wir auch sehr intensiv analysieren. Ich finde es dann schade, wenn man dann sagt, naja, dann gibt es so ein bisschen makroprudentielle Politik und Finanzstabilitätspolitik. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich mich in der Bundesbank da Tag für Tag mit beschäftige, aber das ist doch ganz zentral. Da haben wir als Bundesbank, aber auch nicht nur als Bundesbank, sondern auch, ich habe ja gesagt, das machen wir nicht alleine, da ist das Finanzministerium mit dabei, da ist die BaFin mit dabei, da brauchen wir aber auch den politischen Support für diese Politik letztlich. Warum sind wir da so schlecht? Warum sagen wir dann, naja, das ist doch alles irgendwas, was auch noch stattfindet, aber nicht so im Zentrum steht? Ich glaube, da sollten wir unseren Fokus drauf richten, ob wir da gut sind, ob wir schlecht sind, eine öffentliche Debatte darüber führen, da bin ich auch gerne bereit, da mitzumachen. Also da haben wir sicherlich, erreichen wir nicht alles das, was wir erreichen wollen, steht in unserem Finanzstabilitätsbericht auch immer wieder drin, wo die Probleme sind. Ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich würde gerne erstmal das Thema ordentlich abarbeiten, bevor ich mich dann noch mit ganz vielen anderen Problemen beschäftige, für die wir dann gar nicht so im Kern zuständig sind. Und da haben wir zu wenig Diskussion darüber. Eine Sekunde, ich würde noch mal eine Frage mit auf den Weg geben, dann gebe ich sofort weiter an Herrn Thus, weil Sie das gerade so ein bisschen angesprochen haben, wir müssen uns auch darum kümmern, was eigentlich funktioniert, was nicht funktioniert, was immer wieder spannend ist in Diskussionen, ist ja, ob diese quantitative Lockerung, die Sie angesprochen haben, funktionieren die denn eigentlich? Und also wir sind ja jetzt gerade auch weit weg von den 2% Inflation, die irgendwie als Preisstabilität gelten innerhalb der Eurozone. Ich weiß nicht, Herr Thus, Sie haben sich da in Ihrem Buch ja auch mit beschäftigt, vielleicht können Sie das noch ein bisschen in Ihren Punkten mit aufnehmen. Gerne.
Ich wollte auch zur Klarifizierung vielleicht für das Publikum den Punkt von Frau Buch aufnehmen. Das deutsche Wort ist für mich neu, makropotentielle Steuerung. Im Grunde ist ein ganz faszinierender neuer Bereich. Also wenn man sich überlegt, was aus der Krise 2008 an neuen Methoden der Zentralbankpolitik entstanden ist, dann könnte man bei den Schwellenländern ein ganz, ganz buntes Portfolio an Instrumenten sich anschauen. Aber in den entwickelten Ländern gibt es im Grunde zwei, beide nicht ganz neu, aber zwei mit neuem Akzent. Und das eine ist die Quantitative Easing und das andere ist dieses Macroprudentialism. Und das Macroprudentialism, also makropotentiell, ist sehr interessant, weil es eine Mischform ist von makroorientiert, also an gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich orientierten Zielen, regulative Eingriffe in die Bilanzen einzelner Unternehmen. Und das ist etwas, das die Brücke zu schlagen zwischen beiden ist natürlich hochkomplex, eine Riesenherausforderung. Da geht es aber auch wirklich ab. Es geht nämlich in die Bilanzen dieser Firmen geht's ab. Es geht auch darum zu bestimmen, was man reguliert und was man nicht im Visier hat. Das heißt also, man hat die Banken im Visier gehabt und man hat die Bilanzen der Banken wirklich wesentlich gestärkt. Das hat man auch im März 2020 gesehen. Aber haben wir die richtigen Fonds mit drin? Das heißt, es ist ein ständig sich entwickelter Bereich. Und es ist im Grunde hochpolitisch, weil es da ans Eingemachte geht. Es geht da nicht um volkswirtschaftliche Bilanzen in irgendeiner abstrakten Form, sondern es geht darum zu wissen, welche Risiken zum Beispiel in der Bilanz von der Deutschen Bank drin stecken. Und die werden dann auch konkret hochgerechnet, untergerechnet. Man macht Stresstesting über bestimmte Bilanzen und man kann mittlerweile Modelle bauen, in denen die Bilanzen heterogene Bilanzen verschiedener Banken in das Makromodell einfließen. Das ist so etwas wie gesamtwirtschaftliche Steuerung über, in der DDR hätte man das Kombinate genannt. Das heißt also, man untersucht die Funktionsform konkreter Unternehmen in ihren gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen. Für eine linke Politik eine offene Tür für alle möglichen Eingriffe, die man sich nur vorstellen könnte. Auf der anderen Seite hat man dieses Quantitative Easing. Und ich vergleiche Quantitative Easing, wir sind auf dem Panel zumindest alle alt genug, uns zu erinnern an die Zeit, in der die Fernseher nicht so richtig funktionierten. Und in jedem Haushalt gab es jemanden, der das Talent hatte, mit einem Schuh auf den Fernseher zu klopfen, um das Bild wieder zu richten. Und Quantitative Easing hat so ein bisschen diesen Charakter. Niemand weiß wirklich, wie es funktioniert. Wir haben Theorien. Es gibt Schulen, Denkschulen. Es gibt auch eine Politik dieser Denkschulen. Es gibt ein ganz aufrührerisches Papier, das belegt, dass in den Zentralbanken viel Forschung gemacht wird, die belegt, dass Quantitative Easing funktioniert. Aber es funktioniert, indem man Staatsanleihen vom Markt saugt, dadurch in diesem Markt die Zinsen verschiebt, dadurch vermutet man einen Verdrängungseffekt erzeugt wird oder einen Signaleffekt. Das heißt, die Märkte verstehen, die Zinsen bleiben lange niedrig. Aber wenn es diesen Verdrängungseffekt gibt, dann funktioniert es über die Ungleichheit. Es ist also nicht in gewisser Weise zufällig, dass diese Eingriffe Ungleichheit produzieren, sondern sie basieren auf das Aufheizen anderer Finanzmärkte, wo größere Risiken drinstecken. Und das ist die Best Case. Es kann auch sein, dass sie nicht funktionieren. Und dann geht es im Grunde über das, worüber wir sogar ungern reden, sondern und zwar über die monetäre Finanzierung von Staatsanleihen. Und das ist die dritte Dimension der Zentralbankpolitik, historisch vollkommen legitim, nur nicht in den letzten 50 Jahren. Aber historisch gesehen vollkommen legitim als Rolle der Zentralbanken. Vielleicht kann ich da direkt einhaken. Ich kann so was sagen, ja, Raphael, weil ich auch in einem Chat gesehen habe, dass man gedacht hat, ich wüsste nicht, dass schon heute die EZB die Staaten finanziert. Natürlich weiß ich das. Ich weiß, dass es Staatsfinanzierung gibt, das ist auch ganz klar. Der Punkt ist doch, wir reden hier von ganz anderen Dimensionen. Nochmal, wir haben es zu tun mit einer Welt, wo Geld selbst bei Nullzins nicht dazu geeignet ist, Nachfrage richtig anzukurbeln. Wo wir nicht die gewünschte Inflationsrate haben, die EZB sich wünscht. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, Nachfrage zu schaffen. Und zwar dadurch, dass die Staaten eben das Geld nehmen und nicht die Finanzmärkte, mehr als in der Vergangenheit. Und die Staaten das Geld auch wirklich ausgeben für Klimapolitik oder was weiß ich, was sie machen wollen. Und dieses tatsächliche Mehrausgeben ist der Unterschied zu den letzten 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren ist das Geld in den Finanzmärkten versickert. Und jetzt kommt das Geld eben in die Realwirtschaft.
Und wenn wir das also verbinden mit Klimaschutzmaßnahmen, indem wir Ölheizungen verbieten oder andere Sachen machen, zwingen wir ja Leute dazu, mehr auszugeben, also das Geld auch wirklich zu verwenden. Und das ist eben der Game Changer. Und dann kann man darüber diskutieren, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist. Ich glaube einfach, wir wissen, dass es kommen wird. Und ich glaube halt gerade als Deutsche, wir in Deutschland, wo wir immer zu Recht Angst haben vor einer überbordenden direkten Finanzierung des Staates wegen Weimar, und ich glaube, ich sehe Weimar nicht, dass man das denkt, deshalb haben wir die Sorge. Deshalb glaube ich eben, dass dieses ganze Klimaschutzthema ein super Aufhänger ist. Das ist ein super Excuse, um das zu machen, was ich so machen würde. Und ich bin bei Herrn Thues total. Wir haben im Prinzip eine institutionalisierte Welt gehabt in den letzten 40 Jahren, wo wir die belohnt haben, die mit Leverage gearbeitet haben. Also Herr Thues, wenn das Metropolitan Museum auf Art in New York wieder aufmacht, ich weiß nicht, ob es zu ist, die waren, da gibt es einen Henry R. Kravis Wing. Und ich habe nichts gegen Herrn Kravis, aber wenn Sie einfach mal gucken, die reichsten Amerikaner, von den meisten reichen Amerikanern, also gibt es so eine Liste, ein großer Teil wurde reich durch Investments. Das klingt interessant, aber ist nichts anderes als Kauf auf Kredit. So. Und da müssen wir einfach anerkennen, aber jetzt ist das Spiel zu Ende, wir haben Instabilität, wir müssen das bereinigen und dann haben wir halt die Klimasache als eine Ausrede. Aber nochmal, ich wollte nur hier vor dem Protokoll geben, natürlich weiß ich, dass die Staaten direkt finanziert werden. Ich weiß auch, um das so ganz sozusagen, Modern Monetary Theory, dass die Saldenmechanik, die in dem Buch drin ist, stimmt natürlich, dass der Staat selber das Geld schafft, wenn er Schulden macht. Das weiß ich auch. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze der der notenbankfinanzierten Ausgaben und an welchem Punkt wird es doch inflationär? Und da bin ich halt skeptischer, ich halt sage, wenn es wirklich inflationär werden sollte, bezweifle ich, dass unsere Politiker dann sagen werden, oh, wir machen was dagegen, weil das wäre immer unpopulär. Und dann kann Sorry, Frau Buch, ich wollte diesen dran, ich habe nur kurz einschalten. Ich würde mich jetzt aber noch mal einmal einschalten als Anwalt des Publikums und hier ein, zwei Fragen reinwerfen, die, glaube ich, ganz gut an die Stelle passen. Herr Stetter, Sie haben auch gerade schon so ein bisschen noch mal den Möglichkeitsspielraum mit Staatsfinanzierung, monetärer Staatsfinanzierung angesprochen. Lydia K. Hat aus dem Publikum gefragt, Frau Buch, welche Maßnahmen eigentlich die Bundesbank konkret ergreift, um dieser sozialökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Und ich würde das jetzt noch ein bisschen zuspitzen. Harald Schumann hat nämlich auch gefragt, ob nochmal konkreter darüber gesprochen werden könnte, was eigentlich passieren könnte, um ein Klimadesaster abzuwenden. Ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel reinwerfen, was ich aus der Literatur kenne. Da wird häufiger darüber gesprochen, auch aus der Politik. Wir könnten ja zum Beispiel mal das Schienennetz in Europa ausbauen und könnten einfach mal eine Zugverbindung von Helsinki nach Lissabon aufbauen. Und das machen wir über staatliche Förderbanken, zum Beispiel über die Europäische Investitionsbank, die diese Investitionen praktisch tätigt, und die Europäische Zentralbank stellt sich hin und kauft diese Schulden. Das wäre jetzt dann mal, oder kauft diese Anleihen. Das wäre jetzt mal eine andere Art und Weise, Geldpolitik zu machen. Da würden, soweit ich das verstanden habe, dann immer noch das Geld hat tatsächlich in der realwirtschaftlichen Investition ankommen. Die Züge sind irgendwie auch gut fürs Klima, die dann da auch einen guten Effekt haben. Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal einschalten und sagen, wie Sie sowas sehen würden. Genau, also mir liegt noch ein bisschen auch auf der Zunge, dass ich das mit den Kombinaten gerne noch richtig rücken möchte, aber das machen wir dann vielleicht hinterher, um erstmal auf diese, nicht, dass die Zuhörer oder Zuhörerinnen jetzt Angst bekommen, was wir da alles so machen, aber das machen wir vielleicht gleich, wenn es um makropotentielle Politik geht. Das machen wir nämlich nicht, also keine Sorge, wir versuchen hier keine Globalsteuerung zu machen. Zu dem Thema Staatsfinanzierung, also ich fand es interessant, dass Herr Stelter sagt, er ist sich ganz sicher, wir haben doch jetzt schon Staatsfinanzierung, monetäre Staatsfinanzierung, also dann dürfte das Eurosystem ja diese ganzen Aufgaben überhaupt nicht betreiben. Also ganz so einfach, wie Sie es eben geschildert haben, ist es dann doch nicht. Also es muss immer klar sein, dass in erster Linie die geldpolitischen Maßnahmen wirken mit Blick auf das Thema Inflation. Das ist natürlich, gibt es da nicht einen Transmissionsriemen, der jetzt 1:1 geht, aber das muss immer erstmal im Vordergrund stehen. Es darf eben nicht im Vordergrund stehen, dass es um die Finanzierung der Staaten geht, oder um dieses Beispiel zu nennen. Ich habe jetzt vergessen, von wo nach wo die Schienen genau liefen, aber es war irgendwie ist ja vielleicht politisch gesehen, kann sein, dass Parlamente entscheiden, dass es eine sinnvolle Investition an dieser Stelle in das Schienennetz zu investieren. Dann kann das auch die Europäische Investitionsbank, wenn das durch die entsprechenden Gremien gelaufen ist, kann das dann auch finanzieren. Was eben nicht geht, ist, dass man dann sagt, na gut, und dann sagen die Notenbanken, wenn ihr das beschlossen habt, dann stellen wir direkt dahinter und kaufen euch die Anleihen ab. Das wäre dann ein Kauf am Primärmarkt, also von Primärinvestitionen. Das wäre eine unmittelbare Verbindung zwischen
einer staatlichen, einem staatlichen Handeln, was auch, wie auch immer jetzt genau die Prozesse dann sind, demokratisch entschieden sein muss, und der Aktivität von Notenbank. Das wäre direkte monetäre Staatsfinanzierung. Das ist verboten in Europa. Also kann man darüber sprechen, aber wir sind jetzt alle, wenn ich es richtig sehe, keine Juristen hier am Tisch, ob man das ändern sollte, wollte, wie auch immer. Ich würde dringend davor abwarnen, weil es gute Gründe davor warnen, weil es gute Gründe gibt, warum das verboten ist. Und genau darüber haben wir eben gesprochen. Wir haben nun mal in Europa und auch weltweit seit Jahrzehnten niedrige Inflationsraten. Das ist nicht nur natürlich Ergebnis der unabhängigen Notenbanken und des institutionellen Rahmens, aber es hat schon auch sehr viel damit zu tun. Wie gesagt, da können eben Vertreterinnen aus Ländern, die mit sehr viel höherer Inflation zu kämpfen hatten und mit all den negativen Verteilungswirkungen, die das hat, noch viel mehr dazu erzählen, warum das eben aus gutem Grund verboten ist. Und ich habe jetzt hier keine Aussage getroffen, ob das Schienennetz und all diese Investitionen in eine CO2-neutrale Wirtschaft, ob die sinnvoll sind oder nicht. Das wäre jetzt meine Meinung als Staatsbürgerin dazu, aber die spielt ja jetzt im Moment gerade keine Rolle. Also ich glaube, wir haben jetzt ja versucht, den Mechanismus zu erklären, warum das problematisch wäre. Ich will nur ganz kurz sagen, wenn natürlich der italienische Staat eine Anleihe ausgibt und die Bank UniCredit kauft diese Anleihe, dann ist es erstmal keine monetäre Staatsfinanzierung. Wenn die UniCredit das 5 Minuten später an die Banca d'Italia weiterreicht, was üblicherweise passiert, hat letztlich faktisch die Banca d'Italia das finanziert. Erste Aussage. Zweite Aussage ist, wir wissen, dass nur die Zentralbank Zentralbankgeld schaffen kann und deshalb der Staat durch seinen Verschuldungsakt immer zu einer Ausweitung der Zentralbankgeldmenge führt. Das ist im Prinzip das, was Modern Monetary Theory, was daran richtig ist, das aber nicht modern ist, auch keine Theorie, sondern einfach nur doppelte Buchführung. Also von dem Hintergrund sollte man es einfach nur so sagen, wie es ist. Und die Frage ist ja nur, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine große Aufgabe und die Notenbanken sollen sie finanzieren, werden wir mehr eine realwirtschaftliche Nachfrage haben. Wir können mit Bahnstrecken bauen. Ich würde vielleicht nur ganz kurz ein Protokoll geben, ich bin überhaupt nicht gegen die Bahn, dass man natürlich immer sauber rechnen muss, weil auch der Bau einer Bahnstrecke erzeugt CO2. Das ist so als kleiner Randaspekt. Zement und Stahl erzeugt auch CO2. Insofern, ob es dem Klimaschutz wirklich was bringt, ist ein anderes Thema. Aber nehmen wir mal an, was macht man? Ich bleibe dabei. Es ist einfach eine schöne Argumentation, um Dinge zu machen, die man eh machen wollte. Und für die Politiker ist das gut. Und wie gesagt, Frau Buch, ich sehe ja von der Bundesbank. Ich würde ja niemals die Bundesbank kritisieren, um Gottes Willen. Ich glaube einfach nur, die tiefe Inflationsrate der letzten Jahre war in der Tat nicht ihr Verdienst. Wenn man die Geldmengenausweitung, wenn man die Intervention in Notenbanken sieht, haben die Notenbanken eher immer versucht, eine vermeintliche Deflation zu bekämpfen, die eigentlich gesund gewesen ist, eben aufgrund der Tatsache, dass China und Osteuropa in den Markt eingetreten sind. Okay, vielleicht können wir dann da weitermachen an der Stelle. Sie haben das ja gerade schon gesagt, Herr Stette, dass die Staatsfinanzierung eigentlich schon so ein bisschen da ist. Herr Thus, wie sehen Sie das? Ist das Staatsfinanzierung durch die Hintertür vielleicht mit dem falschen Ziel, dass da private Akteure an Finanzmärkten gerettet werden? Dann müsste man das nicht eher eben in öffentliche, realwirtschaftliche Investitionen stecken? Für mich ist die Staatsfinanzierung keine Prinzipienfrage, sondern eine Zweckmäßigkeitsfrage. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, erwartet man unter bestimmten Bedingungen angesichts eines bestimmten Nachfrageschubs Inflation oder nicht? Und wie beurteilt man die Kosten dieser Inflation, die zwar groß sein mögen, aber nicht notwendigerweise überwältigen, vor allem, wenn wir einen sehr hohen Schuldenspiegel haben? Wie wägt man diese Kosten ab gegen den Vorteilen, die durch diese Ausgaben und möglicherweise auch durch die Inflation entstehen? Es sollte ein pragmatischer Diskurs über diese Fragen möglich sein, der nicht verwiesen wird auf die Juristen. Es sind politische Fragen im Grunde. Es gab politische Gründe, um diesen Verbot zu verankern in Europa. Die politischen Gründe sind meiner Meinung nach jetzt überaltet. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen und man kann das auch über Umwege machen und man kann sich aus pragmatischen Gründen entscheiden, dass es jetzt nicht sinnvoll wäre, diese Frage in Europa gerade aufzuwerfen, weil man in verschiedenen Ländern einen Herzinfarkt erleiden würde. Es geht auch über Umwege, wie Herr Stelter das erläutert hat. Wir machen also weiter damit. Aber Fakt ist, dass die FT gerade vor einer Woche, glaube ich, eine Grafik veröffentlicht hat, die sehr schön zeigt, dass die gesamte Schuldenausgabe des britischen Staates in diesem Jahr, letzten Jahr, durch die Bank of England gedeckt worden ist. Die Bank of England bestreitet natürlich, dass das eine absichtliche
monetäre Finanzierung ist. Sie haben lauter andere Gründe dafür, aber de facto lief es genau, wie Herr Stelter es beschrieben hat. Und Herr Thus, Sie sind ja Historiker, ich meine, das lief auch nach dem Zweiten Weltkrieg so. Großbritannien, USA. Ja. Nur eins müssen wir gemeinsam dann schon sagen, nämlich there's no free lunch. Man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt dieses große Projekt vor uns. Wir wollen ein paar tausend Milliarden gegen den Klimawandel ausgeben. Wenn wir die komplett drucken, dann wird die Währung an Wert verlieren. Das heißt, das zahlen alle, die Geld halten. Erhöht die Ungleichheit. Wenn wir es über Steuern finanzieren würden, wäre das wahrscheinlich politisch nicht durchsetzbar. Wir müssen nur eins wissen, es ist nicht free lunch. Das heißt nicht, wir können alle sagen, super, die EZB druckt alles oder sowas und das ist kein Thema, sondern wir haben natürlich eine Verteilungswirkung. Ich meine, es gibt zwei verschiedene Probleme. Es gibt free lunch, man muss sie finden und man muss sie ausnutzen, sonst gäbe es kein Wirtschaftswachstum. Und vor allem geht es ja darum, dass man uns das Lunch wegnimmt und die Frage ist, ob wir überhaupt noch zum Essen kommen in 20 oder 30 Jahren. Es geht also um die Lunches und die Freedom dafür. Und das Verteilungsproblem ist nochmal separat meiner Meinung nach, hat auch Kosten und muss mit berechnet werden. Ganz konkret, wenn man sich auf dieses Deal einlässt, wo man zum Beispiel jetzt die Anleihen von den Banken wegkauft, entstehen bei den Zentralbanken Bilanzen im Namen der Banken, die dann auch mit Zinsen bedient werden müssen. Das heißt also, man erlastet nicht mal unbedingt den Zinsetat durch diesen Handel. Was man tut, ist, bestimmte Werte vom Markt zu saugen, einen Effekt dafür zu schaffen und Nachfrage für diese Schulden zu generieren. Aber über die Zentralbankbilanz werden dann zum Teil auch Zinsen bezahlt werden müssen. Aber insgesamt, auf Michaels Frage zurückzugehen, es ist im Grunde keine sehr dramatische Frage. Weder pro noch contra. Das heißt, es ist nicht revolutionär festzustellen, wie die MMT-Leute, dass es im Grunde so läuft. Wie Herr Seltzer so schön sagt, es ist im Grunde einfach nur Buchführung, dass es so läuft. Und es ist bestimmt auch nicht gewisserweise ein Abgrund, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, weil wir schon da sind. Das heißt also, man bewegt die Diskussion in keine Richtung. Worum es gehen müsste, ist den Freiraum zu schaffen. Und das ist bestimmt auch, Daniel de Gabo hat das in einem neuen Bericht sehr schön formuliert. Es geht darum, gewisserweise einen sinnvollen Raum zu schaffen für einen demokratischen Diskurs über die Zwecke einer solchen Politik und wem es nutzt. Denn das System im Moment sieht aus wie eine keynesianische monetäre Finanzierung für Fiskalpolitik. Aber im Grunde, wie Herr Stelter es so schön beschrieben hat, geht es ja auch ständig darum, gewisserweise neuen Schießpulver einzuführen in das Finanzsystem, das damit seine Aufblähung auch weiter betreibt. Das wird auch befördert durch diese Politik. Richtig. Vielleicht einen Satz, Herr Peters, aber nicht. Wir haben ein Problem, weil ich habe jetzt gerade gesehen, was hier die Fragen waren und nach dem Motto, wie kann man das machen? Wir haben natürlich in Europa ein Problem, dass wir in Europa eine Nationalbank haben für verschiedene Nationen. Eine Zentralbank für verschiedene Nationen. Das ist das Problem. Und das heißt, wir haben es immer zu tun mit einer Verteilungswirkung des Handels zwischen den Mitgliedsländern. Und die macht es problematisch. In den USA, also ist es doch so, wir haben gerade schon, wenn Geld geschaffen wird, wenn Dollar geschaffen werden, dann trifft es all diejenigen, die Dollar halten, also US-Einwohner und Internationale. In Europa haben wir sofort eine Verteilungswirkung zwischen den Ländern. Das macht es einfach problematischer. Und deshalb brauchen wir eine Antwort darauf. Weil sonst haben wir hier einen Spaltpilz, wenn quasi, weil der Schaden, der Nutzen und der Schaden unterschiedlich anfallen. Das ist ein Unterschied zu den anderen Ländern. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, wieder auf ein paar einzelne Fragen zurückzukommen, damit wir nicht zu sehr, wie man auf Englisch sagt, all over the place sind. Im Publikum gab es noch mal ein paar Fragen dazu, die wieder in die Richtung gehen. Was können Zentralbanken denn eigentlich machen? Und ich würde da jetzt mal ein bisschen die Mandatsfrage einfach mal ausklammern, um die Diskussion vielleicht ein bisschen zu erleichtern und sagen, okay, wir bleiben jetzt innerhalb des Mandats, das wir gerade haben mit Preisstabilität. Und trotzdem gibt es ja Verzerrungen bei Geldpolitik, Frau Buch. Also wir sehen ja trotzdem, dass sich eben CO2-intensive Sektoren günstiger verschulden können am Finanzmarkt, weil sie günstigere, also sie verhältnismäßig stärker vertreten sind an den Finanzmärkten und die
Carbon Bias, Herr Stelter, wir können ja gleich auch gerne eine Studie von Positive Money nochmal reinstellen oder die Studie von New Economics Foundation, ist kein Problem. Aber da ist es, tatsächlich sind die Corporate Purchase Programs der Europäischen Zentralbank, die haben einen CO2-Bias. Und genau so, das ist nochmal die zweite Frage, möchte ich jetzt nochmal aufmachen, um das Thema Ungleichheit nochmal einmal anzusprechen, was wir eben schon vorhin schon mal hatten, wo es darum geht, dass eben die Aktienpreise gerade stark steigen und die Immobilienpreise stark steigen und die Geldpolitik damit eben auch an ganz unterschiedlichen Stellen drauf geht. Die Frage ist doch so, können das nicht eigentlich auch die Zentralbanker zumindest darauf aufmerksam machen und dann diese Verzerrungen auch einschränken? Weil das ist doch der Punkt. Sie sagen, sie müssen Preisstabilität machen, okay, aber sie können sich ja zumindest offen darüber kommunizieren, welche Verzerrungen stattfinden und wie sie die auch einschränken können. Und dazu gibt es ja auch konkrete Maßnahmen, wie man zum Beispiel das Corporate QE greening könnte. Genau, ich steige mal an, weil ich irgendwie mich so ein bisschen angesprochen fühle gerade. Ich würde gerne auf den Punkt kommen, den Herr Stelter eben gemacht hat, den ich sehr spannend fand und der, glaube ich, den wir uns alle immer wieder vor Augen führen müssen. Wir haben eine einheitliche Geldpolitik in Europa, ja, und wir haben aber sehr viel und auch aus guten Gründen nationale Zuständigkeit für alle möglichen Themen, Teile auch der Klimapolitik, was möglicherweise ein Problem ist, weil wir da brauchen wir eigentlich, also wir brauchen mindestens eine europäisch koordinierte Klimapolitik, aber auch noch darüber hinaus. Aber es gibt ja ganz viele andere Themen, wo auch durchaus, Sie haben Immobilienmärkte angesprochen, die eine sehr starke regionale Dimension auch haben oder länderspezifische Dimension haben. Also diese einheitliche Geldpolitik, die irgendwo auch den Rahmen setzt über die Zinsen, wobei eine kleine Nebenbemerkung zu Herrn Stelter, es sind nicht nur die Notenbanken, die Zinsen setzen, sondern, das wissen Sie auch, es gibt natürlich, der Zins ergibt sich am Markt. Habe ich ja im Eingang schon gesagt. Also es klang am Anfang mal so ein bisschen so an. So. Aber die Geldpolitik setzt da möglichst einheitliche Rahmenbedingungen und es gibt ganz viele andere Gründe, aus denen Risiken entstehen können. Einmal haben wir über die Klimarisiken gesprochen, aber Risiken für die Finanzstabilität haben wir natürlich auch aus ganz anderen Gründen. Und darum hat man eben, kommen wir nochmal auf diesen Punkt der Finanzstabilitätspolitik oder makropotenziellen Politik, wo es eben gerade nicht darum geht, eine Detailsteuerung einzelner Institute zu machen, sondern genau das System im Blick zu haben. Wo entstehen da eigentlich Risiken? Wo können Ansteckungseffekte entstehen? Wir haben über die Banken und die Nichtbanken gesprochen. Wo sind da die Schnittstellen? Durchaus ein heterogenes Finanzsystem ist ja gut, weil dann gibt es unterschiedliche Akteure, die auch unterschiedlich agieren, unterschiedlich Risiken ausgesetzt sind. Aber wir haben eben auch Situationen, dass plötzlich alle in dieselbe Richtung laufen und alle einem ähnlichen Risiko ausgesetzt sind oder dass wir große Institute haben, wir haben eben über Too Big to Fail gesprochen, die dann zu einem Risiko für die Finanzstabilität sein werden können. Und deswegen meine These, dass wir damit gut umgehen, und da haben die Notenbanken eine ganz wichtige Rolle, nicht alleine, aber eben eine ganz wichtige Rolle, dass wir mit diesen Risiken gut umgehen, ist gerade in Europa so besonders wichtig, weil wir eben eine sehr unterschiedliche Präferenzen, Politiken, Institutionen in den einzelnen Ländern haben. Und deswegen ist eben genau das, wo wir sehr aktiv sind, einmal national, also dieses makropotentielle Mandat, was zugegeben ein unglaublich sperriger Begriff ist, das ist ein nationales Mandat. Das ist unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass unser Finanzsystem so stabil ist wie möglich, dass wir ausreichende Kapitalpuffer im System haben und so weiter. Und es gibt eine sehr enge Koordinierung in Europa, weil wir natürlich wissen, dass Risiken nicht an den Grenzen Halt machen. Also ich glaube, gerade genau aus diesem Grund, der genannt worden ist, ist es so wichtig, dass wir eben in dem Bereich aktiv sind, und das ist eine wichtige Rolle der Notenbanken. Also das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil wir so viel über Geldpolitik gesprochen haben. Das ist unser zweites großes Standbein, das wir auch seit der Finanzkrise oder seit 2013, 2014 in Deutschland haben. Und das ist so wichtig, auch ganz kurz. Es ist nämlich nicht nur die Notenbank, die Geldschöpfung betreibt, sondern die Banken betreiben Geldschöpfung über die Multiplikatoreffekte, die wir alle in unserem Makro 101 Vorlesung gehört haben. Aber das ist eben wichtig zu wissen. Es ist ganz wichtig, gerade in Europa, dass das Bankensystem stabil ist und wir da ausreichend Puffer auch im System haben. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen über Regulierung diskutieren und was da auch zu tun ist, dass wir da wirklich darauf achten, dass auch in dem Sinne das Finanzsystem gut für die Risiken, für den Klimawandel, für den Strukturwandel gewappnet ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade in Europa.
Wir haben jetzt aus dem Publikum schon häufiger die Frage bekommen, wie das denn ist mit dem Mandat und ob man denn, mit der demokratischen Legitimation, was man denn da machen könnte. Herr Tusi, Sie kennen sich wahrscheinlich auch ein bisschen aus mit der EZB und dem Mandat, was Sie aktuell haben. Es gibt da ja quasi das Preisstabilitätsmandat, was vorweg als erstes Mandat ist. Und dann gibt es auch noch eine zweite Bedingung. Gäbe es da nicht eigentlich auch Spielraum, politisch aktiv zu werden? Könnte nicht das Europaparlament da auch in gewisser Art und Weise da Handlungslinien mit auf den Weg geben für die Zentralbanker? Ja, das ist natürlich ein hochbrisantes Problem. Gewisserweise aus Demokratie, aus einer Politik, die sich an dem demokratischen Leitbild orientiert, würde ich eine Öffnung der Mandatsfrage befürworten, und zwar eine regelmäßige Öffnung. Das heißt, ich halte es für eine sehr ungesunde Situation, dass eine Reihe von Entscheidungen, die historisch ganz komplexe Ursprünge haben, dermaßen versteinert geworden sind, dass es überhaupt gefährlich scheint, diese Frage anzusprechen. Das halte ich für ungesund. Es mag sein, dass daran nichts zu machen ist und dass andere Probleme dringender sind, aber es beschränkt die Demokratie, sollte man klar da sein. Nicht nur, dass wir uns in gewisser Weise entschieden haben, sondern dass es unmöglich erscheint, diese Frage neu zu eröffnen, und zwar gefährlich erscheint und explosiv, gerade auch aufgrund der Themen, die Herr Stelter so richtig angesprochen hat, gewisserweise. Das wird dann sofort zum verteilungspolitischen Problem, nicht nur zum politischen Problem innerhalb Europas. Und man darf natürlich auch nicht davon ausgehen, dass, sollte man diese Frage öffnen, dass gewisserweise alle progressiven Kräfte irgendwie, wie man sich das vorstellt, schön beisammensitzen und sich einig sind, was wir als nächstes tun. Und es kann natürlich sein, dass zum Beispiel ein nationaler Postpopulismus sich dieser Frage ergreift. Und dafür gibt es Ansätze. In Frankreich gehörte die Front National zeitweise zur kritischen Front gegenüber des EZB. In Ungarn hat man das eben auch gesehen. Das heißt, wenn man von progressiver Seite kommt und sagt, wir wollen die Mandatsfrage stellen, dann muss man auch taktisch erwägen, ob man glaubt, in der Situation zu sein, die sich daraus ergebende Diskussion zu gewinnen. Aber historisch gesehen ist die Situation Europas relativ einmalig, in dem Sinne, dass man sich einfach verfahren hat in einer dogmatisch kleinkarierten Konstruktion dessen, wofür Zentralbanken gut sind. Das amerikanische Mandat, das Fed hat auch ein Mandat, ist viel offener, ist dreibeinig mindestens, und Vollbeschäftigung oder mindestens maximale Beschäftigung gehört dazu. Und das öffnet gewisserweise das Spektrum, und die Amerikaner sind nicht, ich meine, wir sind alle Gefahren auf diesem Schiff, das sich durch diese Öffnung des Fed-Programms ergeben haben. Also Mandatsfrage ist für mich praktisch, und was wir sehen im EZB im Moment, ist gewisserweise ein Willen, das Mandat, auch das gegebene Mandat, maximal auszuweiten. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da bemüht man clevere Juristen und bemüht die Politik. Und wie Herr Stelter angedeutet hat, geht auch pragmatisch mit bestimmten Themen um gewisserweise Schienen zu schaffen für Aktivismus. Und es kann sein, dass man auch so mit zurechtkommt. Aber man sollte dies als eines der festgefahrenen Hindernisse in uns, vor allem in der europäischen Demokratie, sollte man sich dessen, glaube ich, bewusst sein, wie schwierig es ist, gerade diese Probleme anzugehen, weil potenziell die Geldpolitik eines der großen Instrumente einer modernen Gesellschaft, einer modernen politischen verfassten Gesellschaft sein sollte, auch als kreatives Mittel, nicht nur als Beschränkung. Also vielleicht ganz kurz nochmal zur Ergänzung. Also es ist so, das Mandat der EZB, ich bin jetzt kein Jurist, ich habe es auch nicht wörtlich im Kopf, aber es ist so, in der Tat, die Preisstabilität ist das erste Ziel, aber die EZB hat weitere Ziele. Da steht explizit drin, sie soll irgendwie so den Fortschritt der Union fördern oder irgendwie sowas. Da kann man alles drunter verstehen. Also eigentlich kann die EZB schon eine ganze Menge machen, erstens. Zweitens, wir hatten zwar die Klage in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht, aber eigentlich hat die Klage ja dazu geführt, man musste besser begründen, dann kann man es machen. Also ich glaube, die Deutschen glauben immer an die Juristen, die Kraft der Juristen. Ich glaube, wir haben eigentlich in den letzten 10 Jahren in der EU sehr gut im Rahmen der vielen Euro-Krisen lernen können,
dass die Verträge geduldig sind. Im Zweifelsfall macht die Politik eh was anderes, was ich übrigens kritisch sehe. Also Solidaritätsfonds Europa etc. etc. Kann man separate Diskussion. Das heißt, es ist sowieso, was kommen wird. Die Unabhängigkeit der Notenbanken ist meines Erachtens sowieso im Aussterben. So ist die in der Theorie noch gab. Ich würde heute wetten, am Ende dieses Jahrzehnts gibt es die nicht mehr. Ich würde es aber verbinden damit auch, dass am Ende des Jahrzehnts werden auch die Notenbanken demystifiziert sein. Man wird sie viel kritischer sehen, als man sie heute sieht, an dem, was alles vor uns liegt mit den ganzen Problemen, die entstanden sind. Ich möchte trotzdem noch was sagen, Herr Peters, zu dem Thema CO2-Bias. Also ich kenne die Studie jetzt nicht. Ich würde auch niemals eine Studie Ihres Hauses in Frage stellen. Ich würde nur Folgendes sagen. Also erstens, dass diese großen CO2-Sünder sind meistens sehr große Unternehmen. Das heißt, sie haben einen sehr großen Anteil an einem ausstehenden Schuldenmarkt. Das Zweite ist, sie haben wahrscheinlich auch ein überproportional gutes Rating. Das heißt, sie sind qualitativ besser. Weil noch hat die Notenbank zumindest eine Vorgabe, dass sie theoretisch gute Schuldner kaufen soll. Die Standards sinken da gerade in den USA sehr schnell, haben wir schon diskutiert. Das heißt, ob die wirklich einen Bias hat, habe ich mal einen Zweifel dran. Aber nehmen wir mal, sie hätte einen Bias und wir ändern diesen Bias. Ändert das am Klimathema überhaupt nichts. Weil ob jetzt ein Ölmulti 2%, 3% oder 0% Zinsen zahlt, it just doesn't matter. Das ist ganz einfach. Und vor allem, wenn die Zinsen hochgehen würden, würden sich viele Investoren freuen und würden sagen, super, da habe ich einen soliden Schuldner, der noch gute Zinsen zahlt. Deshalb kommen wir zurück. Wenn die Notenbanken eine Rolle spielen sollen im Bereich des Klimaschutzes, bedeutet das auf gut Deutsch übersetzt, sie steigen ein in eine mehr oder weniger verpackte Finanzierung der Staaten im größeren Umfang als bisher. So, und dann kann man sagen, es kommen, wir wollen. Herr Thus sagt, das lohnt sich. Ich sage, ist mir eigentlich egal. Wir haben auf jeden Fall Kosten, die dabei entstehen. Wir haben Verteilungswirkungskosten. Dann kann man das besteuern. Ich habe jetzt gesehen in der Diskussion, da haben wir Bodenwerte und wie. Da kann man ja alles machen. Da muss man einen Hinterkopf noch haben. Das ist im Prinzip eine Verteilungswirkung, das kann man korrigieren, aber die Ursache ist eine andere. Und was könnte man machen dagegen, weil es war auch die Diskussion hier, gehen Sie einfach hin und sagen, wenn Sie eine Wohnung kaufen wollen in Berlin oder in München, müssen Sie mit 50% Eigenkapital bezahlen. Wenn Sie das machen, ist das Problem gelöst, weil die Preise dann viel billiger werden. Okay, wir haben jetzt von Ihnen beiden ja schon nochmal wieder zu monetärer Staatsfinanzierung gehört. Frau Buch hat vorhin auf jeden Fall erklärt, wie das mit dem Mandat ist und was vereinbar ist und was eben nicht vereinbar ist. Aber die Tatsache, dass das vielleicht schon durch die Hintertür passiert, über diese Quantitative Easing Tür. Es passiert, vergessen Sie vielleicht, es ist Fakt. Das wollte ich ja gerade nochmal an die Frau Buch zurückspielen, damit Sie sich da vielleicht auch nochmal einmal positionieren können und inwiefern dann da die Politik aktiv werden muss, um das Mandat zu ändern. Sagen Sie mal kurz, weil ich gerade mit dem Chat beschäftigt war. Ich versuche das kurz zu verstehen. Sie können auch gerne direkt auf die Sachen aus dem Chat eingehen. Nee, ich habe gesagt, wiederholen Sie gerne nochmal die Frage, die Sie gerade jetzt konkret hatten. Herr Thus und Herr Stelter haben ja beide jetzt nochmal angesprochen, dass es mit der monetären Staatsfinanzierung eben schon passiert. Auch wenn es außerhalb des Mandats ist und über einen anderen Mechanismus läuft, über diese quantitative Lockerung, ist das ja so eine Art verdeckte Staatsfinanzierung. Wie sehen Sie das denn? Oder ist das sozusagen, diese unkonventionellen Maßnahmen sind an der Stelle praktisch legitimiert, obwohl die vielleicht auch zu sehr starken Ungleichheitsverzerrungen kommen? Ja, ich sehe das nicht so, hatte ich ja eben schon gesagt. Also wenn das monetäre Staatsfinanzierung wäre, so wie das hier behauptet wird, dann dürfte die EZB das nicht. Das ist verboten und deswegen ist das natürlich auch eine Diskussion, die sehr intensiv in der EZB geführt wird, was untersucht wird. Im Moment steht ja, vielleicht sollten Sie da nochmal eine separate Sitzung zu machen, auch die Strategy Review der EZB an. Da geht es natürlich ganz genau um diese Themen. Also von daher würde ich dieser These widersprechen, dass das alles so furchtbar klar ist, dass hier monetäre Staatsfinanzierung stattfindet. Das ist nicht so. Aber ganz klar, die Notenbank ist darauf angewiesen, die agiert nicht alleine. Also, und sie ist auch eine Institution, die nicht einfach so, mir macht das ein bisschen nervös, wenn ich höre, Geldpolitik sollte kreativ sein. Also überhaupt nichts gegen Kreativität in vielen Bereichen. Aber man muss schon sehen, dass Geldpolitik ist ein sehr wirkungsvolles Instrument. Und wir haben auch die Erfolge und auch sicherlich die Schwierigkeiten der Geldpolitik gesehen. Aber Geldpolitik ist kein Allheilmittel. Und ich glaube, wir diskutieren hier gerade zu wenig über die Verantwortungen, die andere Politikfelder auch haben und die Verantwortung, die auch Parlamente haben und wir alle als Gesellschaft haben, das ist jetzt außerhalb meines Mandats, darüber jetzt im Detail zu spekulieren,
Aber das müssen wir einfach sehen. Wir können nicht ganz wesentliche Herausforderungen, die für Gesellschaften, für Wirtschaftssysteme da sind, da können wir nicht einfach sagen, da gehen wir mal kreativ damit um und die Notenbank macht das schon alles irgendwie. Dann haben sie sehr viel Vertrauen in die Personen, die da sitzen, dass die dann das machen, was sie sich wünschen und vorstellen. Das Thema Populismus ist ja auch eben angesprochen worden. Ich bin mir da nicht so sicher, dass alle, die jetzt hier mitdiskutieren, sich dann immer freuen würden, wenn man das jetzt mal wirklich zu Ende denken würde, was dann dabei rauskäme. Also ich gehe nochmal zu meiner Anfangsthese zurück. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn es große Probleme gibt und Herausforderungen, wir auch ganz klar Zuständigkeiten haben müssen, damit umzugehen. Was wir noch gar nicht diskutiert haben, sind Zielkonflikte. Ne? Also wir haben ja Verteilungsthemen, wir haben Klimathemen, wir haben ganz, ganz viele Probleme oder Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Was macht uns denn dann so sicher, wenn wir sagen, die Notenbank soll es mal richten, dass sie dann in Anführungsstrichen das richtige Ziel auswählt? Also das sind alles so Themen, die wir hier nur so angerissen haben. Ich vermute mal, wir haben noch 5 Minuten, wir kommen auch nicht dazu, das jetzt abschließend auszudiskutieren. Ich würde Sie jetzt gleich alle nochmal um Abschlussstatement bitten, aber vielleicht kann ich bei Ihnen nochmal einmal nachhaken, weil Sie haben es ja selber auch gesagt, so die Fiskalpolitik müsste mehr machen, die Staaten müssten mehr machen. Das ist ja auch eine absolut legitime Position, aber an der Stelle könnte man ja auch nochmal darüber nachdenken, dass eben die Zentralbanken ja diejenigen sind, die auch in einer gewissen Art und Weise festlegen, wie günstig sich Staaten eben verschulden können oder auch nicht. Es gibt da ja auch Diskussionen um eine bessere Koordination zwischen Fiskal- und Geldpolitik. Ist das etwas, was man sich dann vielleicht eher vorstellen könnte? Naja, also da sind aber auch die, klar, natürlich, also ich will ja nicht bestreiten, dass die Notenbanken Einfluss auch auf die Zinsen haben, aber sie legen eben nicht den langfristigen Realzins fest, sondern sind eben auch die kurzfristigen Marktzinsen. Natürlich werden da Finanzierungsbedingungen auch für die Volkswirtschaft bestimmt. Das ist ja der Transmissionskanal der Geldpolitik, aber eben darum ist es so wichtig, dass wir gleichzeitig auch bestimmte Regeln für die Fiskalpolitik haben, die wir jetzt wegen der Krise erstmal ausgesetzt haben, was ja auch durchaus sinnvoll ist, aber auch da müssen wir gucken, wie wir da wieder hinkommen, dass wir auch Regeln haben, mit der Verschuldung im privaten Sektor umzugehen. Das kann eben die Geldpolitik nicht alles alleine machen. Wir brauchen schon auch ein System um uns herum, was dafür sorgt, dass eben diese dass zum Beispiel günstige Finanzierungsbedingungen nicht dazu führen, dass die Verschuldung ins Unendliche steigt. Das sind genau eben die Dinge, um die es geht, wo die Politikfelder zusammenwirken müssen. Das haben wir ja nicht nur, wir haben jetzt über makropotenzielle Politik gesprochen, sondern ein bisschen in der Fiskalpolitik genauso. Okay, vielleicht haben wir jetzt noch genau 1 Minute für jeden, dass wir nochmal ein Abschlussstatement hören können. Herr Stelter, wollen Sie anfangen? Wo würden Sie jetzt als erstes ansetzen, wenn Sie Notenbanker wären, wenn Sie Christine Lagarde wären? Also, meine Zusammenfassung ist einfach, wenn Frau Lagarde von Klimapolitik spricht als Notenbankerin, dann geht es im Kern nur um das, was Herr Thues gerne möchte und was ich erwarte. Das sind 2 verschiedene Dinge, nämlich den Einstieg in die direkte Finanzierung der Staaten. Und das kann man irgendwie verpacken und kann das umdrehen. Und dann gibt es halt irgendwie Green Bonds, die emittiert werden, die in der Millisekunde bei Deutschen Bank sind, hinterher bei der EZB. Das kriegen wir sowieso. Und ich bleibe dabei, dass es gemacht wird, weil die Notenbanken sich selbst und uns alle in eine Sackgasse manövriert haben von viel zu viel Schulden, von viel zu viel Leverage. Und sie kriegen das nicht gelöst einfach so. Und jetzt können sie schaffen eine höhere Inflation. Und eine höhere Inflation entwertet das Geld einfach dadurch, weil die Wirtschaft dann schneller wächst. Das ist das, was wir erleben werden. Das wird aber zur Unzufriedenheit führen in diesem kommenden Jahrzehnt. Und deshalb werden wir am Ende des Jahrzehntes ganz andere Strukturen haben mit einer ganz anderen, vielleicht auch monetären Ordnung. Das wird bumpy. Und ich hoffe, dass wenigstens als Nebenprodukt dieses schwierigen Ritts, dann in der Tat etwas für Klimaschutz herauskommt, was Sinnvolles. Weil die Frage ist ja nicht nur mehr Geld auszugeben, man muss es ja auch sinnvoller ausgeben. Und auch darüber können wir mal diskutieren, dass die Politik da auch nicht gerade einen tollen Job macht. Aber das wäre von andermal. Herr Thues, die Geldpolitik der Zukunft sollte ... was tun? Ja, Sie sind gerade auf Mute. Sie muss sich orientieren an dem Ziel, einige 10 Billionen Euro, Dollar in den globalen Energiewandel zu mobilisieren, für diesen Energiewandel zu mobilisieren. Darum geht es. Das ist die Herausforderung, wenn wir über Klima sprechen. Das wird vom Privatsektor bereits gemacht. Es wird auch über den Staat laufen. Das ist eine Frage der Geld in der Finanzpolitik. In diesen Fragen spielen die Zentralbanken notwendigerweise eine Schlüsselrolle als Steuerungsinstanz in der Fiskalpolitik, ihre historische Rolle als geldpolitische Akteure
in der Kontrolle der Inflation, aber auch als regulierende Instanz, aber auch als marktschaffende Instanzen in dem Sinne, dass sie sich mit Regulierung beschäftigen. All das werden Kernthemen sein, denn es geht um riesige Mengen an Investitionen, die mobilisiert werden müssen in der nächsten Generation. Vielen Dank. Und Frau Buch, zum Schluss, Geldpolitik in der Zukunft, was könnte man noch anders machen? Ja, also erstmal, es geht nicht nur um die Mobilisierung von Ressourcen. Ja, Klimawandel ist teuer, aber es geht auch darum, politische Entscheidungen zu treffen, sodass wir die richtigen Anreize haben, die richtigen relativen Preise. Das ist nicht alles, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht nicht nur um die Mobilisierung von Finanzmitteln. Notenbanken können ganz viel ergänzend dazu beitragen im Rahmen ihrer Mandate. Und wir sind jetzt gar nicht so auf die einzelnen Punkte gekommen, die ich eben angesprochen hatte. Für all diejenigen, die das weiter verfolgen möchten, es gibt ja das Network for Green in the Financial System, in dem wir sehr aktiv sind, wo auch viele von diesen Themen angesprochen werden, die wir hier gerade diskutiert haben. Und von daher würde ich es dabei eigentlich bei meinem Schlusswort lassen. Ich fange jetzt nicht nochmal mit den Mandaten an, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, da werden wir uns auch nicht mehr hundertprozentig einig. Aber ich finde es gut, diese Diskussion zu führen. Und wie gesagt, beteiligen Sie sich auch an den Aktivitäten, die wir in diesem Network machen, weil das ist der Beitrag, den wir leisten können und den leisten wir auch gerne. Dankeschön. Okay, dann vielen, vielen Dank für dieses Schlusswort und mir bleibt dann nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen zu bedanken und noch auf den weiteren Fortschritt dieses Programms hinzuweisen. Wir gehen um 15 Uhr morgen geht's weiter und dann werden wir kurz nach 3 uns dann auch nochmal intensiver mit den Verwerfungen am Finanzmarkt auseinandersetzen, die wir heute am Anfang ja auch angesprochen haben. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Buch, Herr Stelter, Herr Thus und auf Wiedersehen.